meine Lieben, nicht traue. Das ist der richtige Anfang. Peace, meine Lieben. Zusammenreißen. So, jetzt bin ich bereit. Meine Lieben, Nichtraucher, Raucher, Dampfer und Kiffer, ein neues fantastisches Video steht jetzt an. Nach langer Zeit sehen wir uns mal wieder. Ein Copter-Video steht an. Ihr seht es auch schon im Hintergrund. Jede Menge Copter-Zeug. Und werdet ihr euch sicherlich fragen, ha, Perle, du machst jetzt das QX105 BAT, also das QX105 BAT-Video. Batman. Nein, mach ich nicht. Das kommt erst nächste Woche, meine lieben Freunde. Zu diesem Copter muss ich dann doch noch ein bisschen was erzählen. Also dieses Video, das Review-Video, mache ich nächste Woche. Sehr, sehr interessanter Copter. Und auch mein kleiner Copter in einem langsamen Gestalt. Dann komme ich nachher zu. Ich habe hier schon jede Menge Zeug. Hier. Die Flugcontroller, die ESC, ist alles da. Super mini, der ganze Scheiß. Ihr könnt es erahnen. Oder hier Sendemasten, Crashschutz, Motoren. Motor ist auch schon angekommen. Was heißt Motor? Also alle Motoren sind angekommen. Ey, die sind echt super lütt, ne? Also die hatte ich mir ein bisschen größer vorgestellt, ne? Die drehen ja mit 100.000 Umdrehungen beim 3S-Akku. Also, das sind die Motoren, ne? Ja, also kleiner als ein Fingernagel. Das sind die kleinen Motoren zu meinem Racer. Das sind die Brushless-Motoren für meinen kleinen Racer. Also die drehen sich auch, schaut selbst, mit kleinen Magneten hier hinten, also wirklich niedlich die Teile. Also das Ding, der wird der Hammer, der Racer. Also da könnt ihr euch schon mal warm anziehen, das Ding wird Terror. Ne? Allerdings, bevor ich euch auf den BAT 105 loslasse und den insbesondere den hier, zwei Sachen fehlen mir da noch. Die nehme ich an, werden wohl im Laufe nächster Woche kommen. Wir können den mal zusammen basteln. Vielleicht schaffe ich das noch vom Urlaub. Aber bevor wir jetzt hier zum Copter-Kram kommen. Also dies wird ein Copter-Video, meine lieben Freunde. Dies wird ein Perle-TV. Ein Perle-TV Copter-Video. Kann man das lesen? Ja, kann man sicherlich lesen. Ja, ein First-Person-View-Video sozusagen. Scheißegal. Also, fast alle Teile sind da. Das ist schon wieder ein Riesenberg hier an Zeus, was hier so eingetrudelt ist. Ich sagte euch das ja schon. Auch die Propeller sind natürlich angekommen. Habe ich mir das schon mal crashtechnisch schon mal so ein paar Sätze Propeller organisiert. So ganz kleine, das sind glaube ich 2 Zoll Propeller. Das Ding wird echt mini, ne? Also, ein Tick größer als der hier, aber auch nicht viel. Und ein Tick kleiner als der hier. Aber, also dazwischen wird er liegen. Und eine Leistungsklasse, alte Schwede, da könnt ihr euch warm anziehen, dass das Ding richtig hart ab, ne? Wenn wir den nachher fertig haben, meine kleinen 90mm Rennsemmel. Ja, da kommen wir gleich zu. Ja, worum geht es in diesem Video eigentlich? Erstmal um Fanta Mandarine trinken. Mein neues Lieblingsgetränk übrigens, dieses Fanta Mandarine, finde ich voll lecker. Und ich darf heute auch nicht so lange machen, weil es ist schon wieder 8:30. Ich muss nachher auch irgendwann ins Bettchen, weil morgen früh muss ich hoch. Morgen Samstag. Ihr wisst ja, Samstag, Sonntag muss ich hier arbeiten, 12 Stunden. Und danach ist dann auch nicht mehr viel mit Video machen, weil dann bin ich so tot, wenn ich nach Hause komme. Das ist dann nur noch komatös vom Fernseher sitzen. 2 Stündchen und dann geht es ja gleich ein paar Stunden später wieder los in die nächste 12 Stunden Schick. Aber danach habe ich natürlich dann 5 Tage frei. Jetzt kommen wir erstmal zum Smalltalk. Nee, worum geht es in diesem Video? Es geht um Copter. Es geht um euch, meine lieben Freunde. In diesem Video werde ich euch vorstellen, wie man die Tyrannus so programmiert, dass man sie mit einem First-Person-View-Simulator am PC benutzen kann. Ja, warum macht man das? Ja klar, draußen immer noch scheiße kalt. Heute Morgen hat es schon wieder geschneit so ein bisschen. Also draußen rumheizen, rumüben ist scheiße. Und vor allen Dingen mit solchen Coptern im Akro-Modus rumzufliegen ist auch scheiße. Weil da zerbröselt man sich schon einiges. Also wenn man das nicht gewohnt ist. Ne? Wenn man nur diesen Level-Modus, diesen Angel-Modus
in den stabilisierten Modus fliegt, ist das natürlich Kinderkram, aber im Angel, also im Akro-Modus, also unstabilisiert, wird schon extrem. Aber so muss man die Teile halt fliegen. Und das würde ich nicht empfehlen, wenn ihr da null Ahnung von habt. Also da baut ihr automatisch einen Crash. Ne? Das müsst ihr üben. Und was bietet sich da eher an, was bietet sich mehr an, euren PC zu benutzen? Jeder von euch, der dieses Video sieht, hat auch einen PC. Und die meisten haben auch eine Tyrannus, klar, weil es die geilste Fernbedienung in der ganzen Welt ist. Will ich einfach mal so behaupten. Das ist echt ein Hammerteil. Die Fernbedienung ist echt toll. Ne? Also für alle Leute, die jetzt eine Tyrannus haben, und Akro fliegen wollen und so ein bisschen versaut sind, bin ich eigentlich auch durch diese Hoover-Scheiße, durch diese stabilisierte Scheiße, da gewöhnt man sich natürlich ganz schnell dran. Wenn man dann umschaltet in den Akrobetrieb, dann wird es heftig. Ne? Alter Schwede. Ich werde euch einen Simulator zeigen, wo ihr üben könnt, wo ihr die Flugphysik so ein bisschen drauf habt und da nicht ganz so viel kaputt macht an den Kästen. Ne? Also nicht dauernd abstürzt. Also das muss man vorher üben. Das geht ohne Übung. Ja, man kann es auch draußen üben, aber das könnte eine teure Geschichte werden, weil da demoliert ihr euch garantiert eine ganze Menge und ihr werdet da jede Menge Crashs bauen. Also wenn, wie gesagt, fließt solche Dinge über relativ hohen Rasen, dass er weich fällt. Ne? Kleiner Tipp. Oder übt eben im Simulator. Das finde ich eine ganz, ganz fantastische Möglichkeit, ein Gefühl für diese Akro, für den Akro-Modus zu bekommen. Sage ich nachher noch was zu. Und wie man das alles einrichtet, was braucht man dafür? Man braucht seine Fernbedienung und man braucht... Brauchen wir noch ein Kabel. Nicht hier. Ein stinknormales USB-Kabel. Hat jeder von euch wahrscheinlich noch irgendwo in der Bastelkiste rumliegen. Zeige ich euch nachher. Und dann könnt ihr loslegen. Ne? Ein paar Einstellungen durchführen. In den PC rein. Freerider runterladen. Da ist ein Level sogar umsonst. Ich habe die Vollversion davon. Kostet nur ein paar Euro, wenn ihr die Vollversion haben wollt. Macht ja auch nichts falsch, aber ihr könnt auch in der freien Version mit dem einen freien Level, mit diesem Wüsteninsel-Level, könnt ihr genauso gut üben. Das reicht vollkommen aus, da müsst ihr kein Geld für ausgeben. Also ihr braucht nur ein bisschen Zeit, wenn ihr die Trainers habt, ihr braucht nur in diesem Video ein bisschen Zeit, meinem Video zu lauschen, ein paar Einstellungen durchzuführen und dann könnt ihr am PC gehen und mit eurer Fernbedienung, mit eurer Trainers Akrofliegen üben. Kann ich euch nur empfehlen. Aber bevor wir dazu kommen, meine lieben Freunde, nehmen wir einen Schluck Mandarine von Fanta. Ah, ich habe ja auch noch, falls es ein bisschen länger werden sollte, habe ich auch noch ein Pott Tee hier. Also wenn die Fanta nachher weggelutscht ist, dann werde ich mir Tee einschenken, meine lieben Freunde. Also kein Schreck bekommen. So, nun geht's los. Jetzt kommen wir zum Smalltalk-Part. Was ist so gelaufen? Also ihr wisst ja, mein letztes Video, der Raspberry Pi, ja, der Raspberry Pi so fröhlich vor sich hin. Da wird wahrscheinlich, ich hoffe mal, übernächste Woche wird wahrscheinlich endlich mal mein Case hier eintreffen und dann basteln wir wieder ein bisschen und bringen das Ding nach draußen in den Schuppen an die Solaranlage. Da kommt noch der zweite Teil. Das war mein letztes Video mit dem Raspberry Pi und dem Grafana mit der Anzeige. Das war ja nur ein Teil von zwei. Der zweite Teil, den machen wir noch. Also ich habe ja noch viel in der Pipeline. Viel Arbeit für euch, viel Sachen zum Gucken. Und was macht die Solaranlage, was macht die Inselsolaranlage und die Dachsolaranlage? Ja klar, die Inselsolaranlage läuft so vor sich hin, produziert immer genau das, was sie so ein bisschen verbraucht hat, manchmal ein bisschen weniger. Die letzten Tage, jetzt haben wir ja März, also der März, die ersten Tage haben sich eigentlich relativ gut entwickelt, die ersten paar Tage. Und nun geht es wieder bergab, also die letzten drei Tage waren wieder scheiße, ne? So Januar-Modus mäßig, also kam kaum was rum. Heute kam, glaube ich, nur 4 kW vom Dach, gestern nur 2 kW, also 10 müssten es eigentlich sein. Also eine Katastrophe und die nächsten Tage sehen auch nicht unbedingt viel besser aus vom Wetter her. Also der März entwickelt sich, fing gut an, aber entwickelt sich auch langsam in Richtung Katastrophe. Allerdings, das Jahr ist noch lang, meine lieben Freunde. Da wollen wir mal nicht zu sehr in die Jammerhafe greifen. Das wird sich noch alles geben. Das regelt sich noch alles, im wahrsten Sinne des Wortes. E-Auto-technisch hat sich bisher nichts Neues getan. Na klar, nach einer Woche wird sich da ja auch nicht viel Neues tun. Meine Solargeschichte, okay, das läuft so vor sich hin. Urlaubstechnisch nächsten Monat geht es ja auch wieder in Urlaub, da falle ich dann vor euch auch schon wieder ein paar Wochen weg, weil ich sagte ja, im April heize ich in die USA und im Mai bin ich dann irgendwann wieder da, also späten Mai, also dann bin ich dann schon mal so ein paar Wöchlein weg aus Germany, wieder in die USA. Ich hatte euch ja im letzten Video gesagt, dass ich diesmal den Schwerpunkt so ein bisschen verschiebe, weg vom Stratosphäre.
in Las Vegas. Es gibt Neuigkeiten, meine lieben Freunde. Ich hatte euch das ja gesagt. Sie locken ja. Und ich habe da unmoralische Angebote bekommen. Ich konnte nicht nein sagen. Nehmt es mir nicht übel. Ich werde wahrscheinlich anstatt in der. Jetzt habe ich zwei Zimmer in Las Vegas: eins in Stratosphäre und eins in Downtown. Wahrscheinlich will ich das in Downtown. Entweder will ich es verschenken. Nee. Ich würde es ja gerne an einen von euch verschenken, aber ich kenne euch alle nicht. Und ich habe ja auch so aus meinem letzten Dezember-Trip festgestellt, dass da draußen oder auch unter meinen Zuschauern einige rumlaufen, mit denen man eher besser nichts zu tun haben sollte. Also nicht so unbedingt vertrauensselig und ziemlich merkwürdig. Also verschenken, das ist immer so eine Sache, das würde ich nur machen an Leute, die ich wirklich persönlich sehr, sehr gut kenne. Und denen ich hundertprozentig vertrauen kann, weil sonst kommt man an Teufelsküche. Ich check dann da ein und andere pennen dann da und randalieren da rum und ich zahle nachher die Zeche. Das mache ich nicht. Ne? Also, ich habe jetzt zwei Zimmer in Las Vegas: eins im Stratosphere und eins in Downtown, da sage ich noch nichts zu. Und ich versuche gerade das in Downtown sozusagen an guten Kumpel an den Mann zu bekommen. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich das halt canceln. Ne? Dann rufe ich da an und sage, also hat sie erledigt. Ne? Also ich habe ein anderes Angebot gekriegt. Ich bin mir selbst ein bisschen untreu geworden. Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich konnte den Verlockungen nicht widerstehen. Es gibt irgendwann einen Punkt, an dem auch der Perle käuflich ist. Und dieser Punkt wurde bei Weitem überschritten. Also wenn ich da Nein gesagt hätte, ich weiß nicht, ob ich euch das näher bringen soll. Also wenn ich da Nein gesagt hätte, wäre ich echt richtig blöd gewesen. Ja, jetzt Stand aktuell ist, ich werde wahrscheinlich im Stratosphäre bleiben. Also dieser nächste Trip wird anders als die vom letzten Jahr und von dem Jahr davor. Also meine Chiller-Trips. Das wird schon mal grundsätzlich anders. Obwohl ich im Stratosphäre auch bin. Nicht nur ein oder zwei Tage, sondern eine längere Zeit. Also normalerweise war es geplant, dass ich im Stratosphäre eigentlich gar nicht bin, sondern eher mich Richtung Downtown orientiere, aus den vom letzten Video genannten Gründen. Ich hatte ja schon mal gesagt, man macht einem ja, oder die machen einem ja unmoralische Angebote. Bis zu einem gewissen Punkt kann man da auch widerstehen. Aber sobald eben ein gewisser Punkt überschritten wird, dann sagt man sich, also wenn ich da nicht zuschlage, dann bin ich blöd, ne? Dann bin ich doof. Also will ich meine Konzeption von diesem April-Mai-Trip will ich so ein bisschen verändern. Und die ganze, ich werde wieder im Stratosphäre wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, ich werde im Stratosphäre eine gewisse Zeit verbringen. Zu den Konditionen komme ich dann vor Ort. Das will ich natürlich alles so ein bisschen offenlegen, damit ihr auch meine Entscheidung ein bisschen nachvollziehen könnt. Ne? Also ihr hättet da gar nicht genauso reagiert und agiert, wie ich das gemacht habe. Ich werde aber sehr, sehr genau noch mal ein Auge auf die ganze Szene da legen, was die Veränderungen angeht. Ich sagte ja letztes Jahr schon, es gibt eine gewisse Veränderung, die mir nicht ganz so gefallen. Und ich bin mal gespannt, ob diese Veränderungen wieder zurückgefahren worden sind oder ob die Veränderung dieses Ungleichgewicht noch größer geworden ist. Ich habe zum Beispiel festgestellt im Stratosphäre, letzte Woche gab es da sogar Deals für 22 Dollar die Nacht. Trotz der Resort fee 22 Dollar plus eben Tax, das ist dann ja nicht so viel, das sind diese 13, ich weiß nicht, 13, 2% sind das, die noch dazu kommen. Zu 22 Dollar ist dann ja nicht mehr viel. Die Tax werden immer dann interessant, wenn die Preise höher sind, weil dann, wenn das richtig, dann laufen da Summen auf, die sich so richtig heftig zusammenaddieren. Also für 22 Dollar für ein Zimmer im Status, für ein ganz einfaches Zimmer, ne? Für die nicht renovierten Zimmer, also kein Selectroom, sondern so ein ganz normaler Standardroom. 22 Dollar würde ich sagen, das ist ein Deal. 25 Dollar würde ich auch sagen, das ist ein Deal. Bis 30 würde ich zähneknirschen sagen, das ist auch noch ein Deal. Also letzte Woche gab es da Zimmer für 22 Dollar und das ist ein guter Preis. Ich sagte ja im letzten Video schon, da kommt noch eine Resort-Fee dazu und auch noch Gebühren auf die Resort-Fee. In Summe liegen wir dabei 37, was sagte ich, 37,41 Dollar. Na gut, 22 Dollar plus 13% plus die 37 Dollar, dann liegt man. Jetzt lass uns das mal addieren. 37 sind 40, 60. Dann wird man so 60, 65 Dollar, sagen wir mal, 65 Dollar für eine Übernachtung liegen in der Woche. Da würde ich sagen, das ist noch okay. Weil bei mir ist so die Schmerzgrenze, wenn es so an die 70, 8, eher 80 geht, würde ich sagen, das ist nicht mehr okay. Also zwischen 80 und 100. Na, mittlerweile ist es wieder so, sind die Preise wieder angestiegen. Also da wird massiv
mit der Preisstruktur gespielt. Ich weiß nicht, was da los ist in der Bude, aber die spielen da halt an ihren Preisen rum. Bekommt man die Preise relativ günstig, würde ich sagen. Also die Zimmer relativ günstig im Stratos, würde ich sagen. Es ist okay. Zu den aktuellen Preisen Stand heute, würde ich sagen, mir wäre es zu teuer. Ich würde es als Gast nicht machen, nicht akzeptieren. Es gibt günstigere Alternativen. Das werde ich in dem Urlaub aber trotzdem noch vorstellen. Ergänzend sozusagen. Obwohl ich im Stratosphäre bin. Aber ich bin nur im Stratosphäre, weil ich ja, ein unmoralisches Angebot gekriegt habe. Also ich werde euch das vor Ort, erstmal werde ich das vor Ort zeigen. Und ja, ich werde das Ganze auch ein bisschen kommunizieren. Also da bin ich ja transparent. Und damit ihr auch nachvollziehen könnt, warum hat er sich jetzt breitschlagen lassen, um da wieder zu nächtigen. Das würde wahrscheinlich jetzt, wenn ich das jetzt ausplaudern würde, würde da jeder von euch zugreifen. Na? Ich bin eigentlich nicht käuflich, aber ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen, ja, Penetranz sozusagen, ab einer gewissen Summe ist auch der Perle käuflich. Und da sage ich einfach nicht nein. Wäre ich dumm, wenn ich es nicht machen würde. Also mache ich so. Ne? Jetzt habe ich natürlich den Nachteil, jetzt habe ich zwei Zimmer in Las Vegas zur gleichen Zeit. Ne? Muss ich mal gucken, dass ich das eine Zimmer vielleicht noch an irgendeinen Interessierten, also von jemandem, den ich wirklich, wirklich trauen kann, verschenke. Das gebe ich weiter. Also, da kann ich meine lange Zeit in Las Vegas nächtigen für lau, ne? Also für gar nichts, für umsonst. Ne? Und ja, wollen wir gucken. Ich bin gerade dabei. Ansonsten rufe ich da an und sage hier, pass auf, ich komme nicht. Und hat sich erstmal erledigt. Wir sehen uns vielleicht im November wieder. Mal gucken, da irgendwie so. Muss ich mir mal was ausdenken. Ne? Ja, also es geht wieder, ihr wisst es ja, es geht nach Las Vegas, aber nicht nur nach Las Vegas, sondern ich bin auch eine längere Zeit aus Las Vegas weg diesen Monat. Ich möchte da nicht zu viel verraten. Da sind noch viele Überraschungen in der Pipeline. Von Sachen, die ihr kennt, aber die ich anders machen werde. Und die auch einen gewissen. Gewissen Luxus implizieren. Ich sag da nichts. Ich sag da nichts und lasst euch einfach überraschen. Das wird echt abgefahren dieses Jahr. Ja, dem Perle kacken sie es wieder hinten rein. Und wenn man es mir ein bisschen hinten rein kackt, dann kann ich auch darauf verzichten. Wenn mir das massiv hinten rein kackt, also dann sage ich irgendwann, ist in Ordnung. Machen wir so, bevor ihr größenwahnsinnig werdet. Ne? Bevor ihr mir noch sagt, pass mal auf, Perle, wenn du bei uns nächtigst, kriegst du noch 1 Million Dollar in bar. Dann will ich natürlich auch ja sagen. Ne? Aber das geht schon so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Also, wo ich einfach sage, alles klar, ich bin käuflich. Ja, da müsst ihr Verständnis haben. Meine lieben Freunde, nichtsdestotrotz will ich auf diese Preissituation, die Gambling-Situation da auch noch sehr, sehr genau beobachten und das Ganze sehr, sehr genau monitoren und auch kommunizieren. Das bin ich meinen Abonnenten natürlich dann in dem Moment auch schuldig, damit die so ein bisschen auf dem Laufenden sind. Wobei das natürlich alles mit Verzug geschieht, weil ich habe ja noch nicht mal von 2017 die ersten Videos online. Da würdet ihr denn auch diesen Weg erkennen, den ich da gerade gehe. Dass ich nicht mit allem mehr einverstanden war und bin. Aber wenn eben die Preisstruktur stimmt und wenn ich da der große Profiteur bin, dann sage ich natürlich nicht nein. So. Also Urlaub in trockenen Tüchern. Momentan ist da richtig Wirbel und jetzt verschiedene Geschichten. Jetzt habe ich eben, wie gesagt, im Grunde genommen kann ich da doppelt gemoppelt operieren. Das werde ich aber natürlich nicht machen. Also was soll ich mit zwei Zimmern und das eine steht immer leer? Insbesondere, weil wenn das Housekeeping feststellt, dass ein Zimmer 2 Tage nicht bewohnt wird, ich glaube, dann geben sie sowieso wieder frei. Das ist wohl so. Also muss ich gucken, dass ich das irgendwie belegt bekomme mit einem Kumpel oder so, der denn da für mich pennen kann. Ich bin dann im Strat und der ist dann in Downtown und der passt das schon und dann treffen wir uns mal. Und in Downtown will ich sowieso sein, weil ich euch da eben diese Alternative noch vorstellen will. Das muss ich euch nochmal zeigen. Vielleicht könnte ich euch, wenn Kumpel von mir da ist, auch das Zimmer zeigen, dass ich sage, pass mal auf, ich muss da mal rein. Ich will meinen Zuschauern das nochmal vorstellen und vielleicht kann er dann auch noch was sagen vor der Kamera zu dem Service und zu dem, was ich so angedacht habe, weil der wird das dann ja live erleben, wie das da so abläuft. Und dann könnte ich den auch noch als Stargast mit einbauen. Muss ich mal gucken, wenn er das dann will. Aber momentan, wie gesagt, bin ich am Suchen. Jemanden, der dann da eben nächtigt. Ne? Ja, ihr braucht mich gar nicht anschreiben. Leute, denen ich nicht 110% vertrauen kann, also nicht wirklich engen Freunden von mir, denen würde ich das auch gar nicht anbieten. Egal. Kommen wir weg, Urlaub ist in trockenen Tüchern, geht bald los.
Nun beenden wir den Smalltalk-Part. Ich habe eigentlich auch nicht viel weiter zu erzählen. Doch, ich kann noch was erzählen. Vorgestern ist mein Wäschetrockner geliefert worden. Mein 333-Euro Wäschetrockner. Den habe ich unter EK geschossen. Das ist unglaublich. Bei Medimax. So wie Mediamarkt. Kennt ihr sicherlich Medimax. Eigentlich so eine coole Firma. Ich war da bei Medimax, ja, war es die letzte Woche, live da. Da war nichts los, der ganze Markt. Ich war da fast der Einzige. Ne? Also die haben auch massive Probleme, aber es gibt wohl auch Stoßzeiten da. Ne? Also ich war jedenfalls so eine Zeit da, wo da nichts los war. Da waren, glaube ich, ein oder zwei Kunden in diesem gesamten Riesenmarkt. Ne? Und da habe ich mir dann eine Maschine geholt von der Firma, wie heißt sie, Candy oder so. Also ein Wäschetrockner von der Firma Candy. Doppel A++ ein Wäschetrockner für 333 Euro. Also geschenkt. Ne? Und wenn das Ding scheiße ist, nach 5 Jahren kaputt geht, auch drauf geschissen. Ne? 2 Jahre Garantie, müssen wir mal gucken. Ne? Ich habe den noch gar nicht in Betrieb gehabt, weil die Sonne ja nicht scheint. Ne? Ich schalte ja keinen Wäschetrockner ein und fütter den mit dem normalen Einkaufsstrom, sondern wenn, würde ich den Wäschetrockner nur laufen lassen, wenn draußen genug Solarstrom anliegt. Das ist eben die letzten 2 Tage gleich null. Ne? Heute war mal ganz kurz eine halbe Stunde die Sonne raus. Noch nicht mal, immer so wechselhaft. Also, ja, was soll man so Wäschetrockner laufen lassen, wenn man es nicht braucht? Ne? Ich muss erstmal jetzt ein paar schöne Tage abwarten. Wenn man ein schöner Tag ist, dann wasche ich auch und dann will ich einen Wäschetrockner ausprobieren, ob der überhaupt funktioniert. Ganz interessante Geschichte. Ich hatte noch vereinbart, 333, das kann ich aber erzählen, 333 Euro Lieferung kostenlos, die sonst normalerweise 20 Euro kostet. Und da habe ich gesagt, ich möchte, dass die alte Maschine von der Position weggenommen wird, dass die alte Maschine mitnehmen und die neue Maschine wieder an die Stelle stellen. Das Parterre ebenerdig 4 Meter hinter der Haustür. Sozusagen in so einen Abstellraum rein. Dann dachte ich mir einen Tag vorher, na gut, dann wühlst du mit meinem eigenen Hubwagen, wühlst du die alte Maschine mit meinem kaputten Rücken, wühlst du, die war ganz schön schwer, die wühlst du raus und die habe ich dann bis vor die Tür gepackt, das heißt, dass die das ein bisschen einfacher haben. Und ja, dann haben sie es einfacher. Dann kamen diese Typen da an, erstmal zwei Ölaugen, zwei. Ich denke, ey, okay, alles klar. Dann begrüßen sie mich erstmal per Du. Ne? Dann denke ich, hallo, meine lieben Freunde, nix du, wir sind hier immer noch im Sie. Ne? Okay. Dann kamen die erstmal noch einmal eine Maschine da gesehen und haben gesagt, nehmen wir nicht mit. Dann sage ich, ja, da steht die alte Maschine vor der Tür. Ne, nehmen wir nicht mit. Dann sage ich, wie, nehmen Sie nicht mit? Sag ich, habe 9 Euro extra bezahlt, dass Sie sie mitnehmen und die neue Maschine dann mir liefern. Nehmen wir nicht mit. Dann habe ich gesagt, alles klar, dann können Sie gleich wieder verschwinden. Wenn sie die nicht mitnehmen, dann ist der ganze Deal ja gelaufen. Dann kläre ich das dann mit Medimax. Na gut, da waren sie immer die beiden aus Angst, wahrscheinlich frisch hier frisch assimiliert nach Deutschland. Also der in Deutsch war echt gruselig. Ich nehme an, dass das waren. Sie sahen sehr aus, Ölauge halt. Ne? Ich habe ja nichts gegen, ne? Aber wenn man die kaum verstehen kann, ist schon scheiße. Ne? Also der in Deutsch war ein bisschen, naja, alter, ne? Altermäßig war die. Also moromäßig. Also Deutsch, also wahrscheinlich konnte ich mehr als die Deutsch. Und dachte ich mir, okay, alles klar, haben die verstanden, haben sie gesagt, okay, dann packen sie die Maschine ein. Sind sie mit meinem Hubwagen dann zu ihrem Auto gefahren, fanden sie sehr schön den Wagen vom Perle, ja, gute Qualität, Perle kauft keinen Scheiß. Und dann haben sie den alten Trockner in ihr Auto reingepfeffert. Dann haben sie den neuen Trockner rausgeholt, auf mein Auto gepackt und dann sind sie dann zur Haustür und haben mir den 1 Meter in den Flur reingestellt. So, tschüss. Hier noch unterschreiben. Das soll ich hier unterschreiben. Sag ich, erstmal müssen sie den auspacken und dann muss er noch an die alte Position. Die Arbeit habe ich ihnen ja schon abgenommen, habe ich so gesagt. Ne? Nein, steht nicht in meinem Auftrag. Dann sage ich, es ist mir scheißegal, was im Auftrag steht. Ich habe 9 Euro extra bezahlt. Lieferung umsonst und 9 Euro extra für das Hinstellen da, wo er hingehört. Sag ich habe es bezahlt. Der steht nicht in unserem Auftrag. Dann sage ich, ja, dann packen Sie. Denn, nee, dann fing der eine an. Der eine hat sich erstmal mit seinem nassen Anorak da an meine Wand da gelehnt. Dann wie gesagt, hier weg von der Wand. Und der andere, das war der Chef von den beiden. Das eine war der Neger und das andere war der Chef. Und der meinte so von wegen, ja, steht nicht in unserem Auftrag, machen wir nicht. Sag ich, okay, alles klar, dann tschüss. Von mir keine Unterschrift, tschüss. Und ja, musste er telefonieren. Hat er denn telefoniert? Hat er seinen Ober angerufen? In der Firma, nehme ich mal an. Und also voll die A war nass, ne? Und dann hat er den angerufen und ist das Gespräch abgebrochen und hin und her. Und dann habe ich dann meine Rechnung in der Zwischenzeit geholt von Medimax und gesagt, hier steht's. Lieferung mit Aufstellung mit den 9 Euro da drin. Stand in seiner Rechnung nicht. Ja, und da war da wildes Palaver und Gegröle hier im Flur. Und dann sage ich, was machen wir denn? Entweder nehmen sie den Finger an und sagt, er nimmt es dann mit und dann haut er wieder ab. Dann sage ich, und tschüss, da ist die Tür, da hat er mal ein Loch gelassen. Ja, hat er gemerkt, scheiße, funktioniert nicht. Mist.
Planänderung. Da habe ich gesagt, pass auf, jetzt hole ich eine Schere und fange schon mal an, diese ganze Umfolie wegzumachen. Dann nehmen wir das Holz da seitlich weg, dann nehme ich das. Ich packe den auch noch aus. Er muss es nur anpacken und mit seinem Kumpel, weil mein Rücken kaputt ist, in die Ecke reinstellen. 3 Meter. Na gut, da hat er sich denn gerade so drauf eingelassen, aber auch wirklich zähneknirschend. Und dann auch nur zur Hälfte. Ne? Und das wurde mir nachher zu blöd. Die haben da rumrandaliert wie die Großen. Da habe ich gesagt, so jetzt tschüss, jetzt kriegst du deine Unterschrift. Hau ab. Sind die abgehauen. Und dann hatte ich alles, was ich wollte. Ich hatte meine neue Maschine, die war zwar nicht an Ort und Stelle, die habe ich dann noch ausgerichtet und angeschlossen und hingestellt. Und hin und her, ich meine, gehört ja nicht viel zu. Ne? Dass das eben nicht wackelt. Und genau an die Position gewuchtet sozusagen. Weil mit den Typen war ja nicht viel zu holen. Und dann dachte ich mir, ey, das kannst du ja eigentlich nicht bieten lassen. Ne? Also das ist ja geschäftsschädigend, was sie da machen für die Firma Medimax. Dann habe ich dann bei der, ich mach mal aus, wieder eine lustige Geschichte. Also ey, krank, ey, was ich das habe, ich weiß auch nicht, in welchem Land wir hier leben. Aber man nennt es Deutschland. Ne? So, bis gleich. So, da bin ich wieder. Na, jedenfalls Achmed Güllehülle und sein Schabrackenbruder, die sind dann abgehauen mit ihrem Bollerwagen. Und da habe ich dann bei Medimax angerufen. Da habe ich mich erstmal richtig beschwert. Da sage ich, Alter, was haben sie mir hier für Typen vorbeigeschickt? Erstmal verstehen die kaum Deutsch, dann fangen die das Duzen an, dann versauen die mir die Tapete, dann wollen die alte Maschine nicht mitnehmen, dann muss ich das Ding selbst auspacken und am besten auch noch selbst in die Ecke stellen, obwohl ich 9 Euro bezahlt habe, ne, für diesen Service. Da sagt er, wie? Da habe ich dem das alles erzählt, was ich euch gerade erzählt habe. Das ist aus allen Wolken gebrochen. Da sage ich, also finde ich, das, was die gerade gebracht haben, ist echt geschäftsschädigend. Und dann sagt er mir, ja, die haben wir ja normalerweise auch nicht als Auslieferservice, aber weil unser regulärer Auslieferservice ist ausgefallen und die haben die sich nur so nottechnisch irgendwie im Markt organisiert. Da haben sie sich ja 2 Koryphäen an Land gezogen, da irgendwelche, weiß ich nicht, vielleicht war das auch irgendwie, also Land oder sowas, irgendwie die hier illegal Schwarzarbeit, ich habe keine Ahnung, weil die auch so schlecht zu verstehen waren. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich waren die auch schon 30 Jahre in Deutschland und eben, wir wissen ja alle, wie das so ist. Bei den Leuten, die können eben nicht so. Nach 30 Jahren kann man ja nicht erwarten, dass die Leute vernünftig Deutsch sprechen. Ne? Dass man sich mit denen unterhalten kann. Ne? In würde ich mich sicherlich mit denen unterhalten können, aber so weit wollen wir ja noch nicht gehen. So weit geht die Freundschaft nur zu Erdogan noch nicht. Ne? Also ich habe ja nichts gegen, aber die Typen, die waren echt scheiße. Die waren echt scheiße. Und ja, das habe ich dann auch Medimax zu verstehen gegeben. Dann sagt er übrigens, Sie sind nicht der Erste, der heute anruft. Vor Ihnen hat schon mal jemand angerufen und sich beschwert. Dann sage ich, ja, was machen wir denn nun? Sage ich, also die Leistung, die ich bezahlt habe, wurde eigentlich nicht erbracht. Sage ich, im Grunde genommen habe ich alles deren Arbeit gemacht. Ne? Also kann ich bei Ihnen als Ausfahrer anfangen? Dann sagt er, was, wissen Sie was, kommen Sie hier bei uns in den Laden, dann kriegen Sie die 9 Euro wieder. Und dann sage ich, es dreht sich nicht um die 9 Euro, es dreht sich nur darum, wie damit Kunden umgegangen wird und wie Medimax sozusagen, wie geschäftsschädigend Medimax verhandelt werden. Ja, hat er dann noch eingesehen und mittlerweile haben die richtig Ärger gekriegt, die Burschen. Nicht nur von mir, weil ich war nicht der einzige Kunde, der sich da über die beschwert hat. Erst wollte ich mich nicht beschweren, aber dann dachte ich mir, doch, die sollten es vielleicht wissen, was für Koryphäen die da angeheuert haben. Ne? Erst dachte ich, das wäre nur ein normaler Auslieferservice. Alter Schwede, das nächste Mal bewaffne ich mich, wenn die Typen hier wieder ankommen. Da haue ich den gleichen Baseballer vor die Fresse. Ne? Also das geht gar nicht. Na, ist egal. Jedenfalls habe ich jetzt meinen neuen A++, kein A++, ein A++-Trockner und so oft läuft der ja nicht. Und dann muss ich mal die Tage ausprobieren, ob der überhaupt funktioniert. Der von Candy ist. Ne? Also irgendwie so ein italienischer Krempel ist das. Ne? Irgendwie so eine italienische Billigmarke, glaube ich. Ne? Aber schauen wir mal, wenn der kacke ist. Dann werde ich mal in zukünftigen Videos berichten, wenn der mir abraucht und er kaputt gehen sollte. Ne? Ja, das war das, was hier so passiert ist. Teilweise echt lustig, ne? Aber auch erschreckend. Ne? Unsere Dienstleistungsgesellschaft ist echt eine Katastrophe. Und ich weiß auch nicht, ich verstehe auch nicht, dass die Firmen sich die anderen Firmen nicht genauer angucken und auch das Personal da genauer angucken. Ne? Da würde ich doch erstmal hingehen, bevor ich mit denen Geschäfte mache und zum Geschäftsführer, zu Oberachmed, der wahrscheinlich in seinem Sultansanzug sitzt und will sagen, zeig mir mal die Typen, die das ausliefern, wir machen mal einen Sprachtest. Wir fragen die mal 3 Sachen, die müssen sie in Deutsch beantworten. Ne? Also Katastrophe, echt. Ja, Katastrophe, aber ich glaube, die sind bei Medimax, ich war ja heute da und habe mir die 9 Euro abgeholt, die sind ein bisschen angepestet von denen, weil die haben wohl richtig Scheiße gebaut und sie verweigern sich allen Servicewünschen, für die die Kunden ja auch bezahlen. Das interessiert die einfach nicht. Ne? Ja, so sind die halt. Ne? Wahrscheinlich werden die auf lange Sicht mit ihrer Geschäftsidee, Auslieferservice oder wie auch immer, keinen guten Stand hier haben. Nehme ich mal an. Ne? Katastrophe. Gut, es gibt auch mal Katastrophen, aber man kann ja alles aus der Welt schaffen und vor allem, man kann es ja auch mal ansprechen und das habe ich getan und bin damit
Bürger- oder Kundenpflicht nachgekommen und habe Medimax quasi gepetzt, was die dafür für Rohrkrepierer am Start haben als Ersatzfirma. Ich nehme auch an, die werden sich in Kürze von denen trennen. Ne? Katastrophe, echt heftig. Tja, also weiß ich nicht. Also da fühle ich mich so ein bisschen. Ich glaube, das waren Rassisten. Ne? Die haben gemerkt, ich bin Deutscher. Waren wohl, nehme ich mal an. Also so habe ich es schon rausgehört. Das waren wohl. Und die waren wohl ein bisschen rassistisch veranlagt. Naja, Erdogan macht es denen ja vor, ne, wie die so drauf sind. Und so behandeln die einen dann auch. Ne? Also ich denke, das geht gar nicht. Ne? Und dann wird dann noch gedroht und so. Dann nehmen wir die Maschine mit. Ja, tschüss. Arrivederci. Das regel ich dann schon. Das wollten sie dann doch nicht. Haben sie gemerkt, Scheiße, funktioniert nicht. Mist, was machen wir nun? Naja, jedenfalls letztendlich hat das dann alles irgendwie geklappt. Aber da musste der Perle wieder selbst ran. Ne? Weil mit den Typen war kein Blumentopf zu gewinnen. Egal, weg von den ganzen Schwachkörpern. Zurück zu diesem Video. Ne? Also Katastrophe. Ich kann euch auch nur empfehlen, wenn ihr mal sowas Ähnliches habt, gleich beschweren. Ich bin ja kein Typ, der sich beschwert. Ich kann ja auch eine Menge ab. Ne? Aber so eine Scheiße, da stehe ich doch überhaupt nicht drauf. Wenn ich für irgendetwas bezahle, bekommst du null. Ne? Das geht nicht. Wenn schon das erste Wort ist, wenn die ankommen, dann sage ich, hier vorne steht die Maschine. Die war schon draußen. Die brauchen sie nur zum Autorollen, die 3 Meter. Die nehmen wir nicht mit. Wie, die nehmen sie nicht mit? Das heißt, dafür habe ich bezahlt, dass sie die mitnehmen. Und ich glaube, das ist sogar Gesetz, ne? Dass die Altgeräte mitnehmen müssen. Ich weiß das nicht so ganz genau. Vielleicht auch in der ist es vielleicht nicht so. Vielleicht sagen sie, die bleibt stehen, bis sie weggerostet ist. Aber hier in Deutschland läuft das halt eben ein bisschen anders. Ne? Wussten die wohl nicht. Das sage ich auch noch einmal, also ja schriftlich. Die Quintessenz des Ganzen ist, wenn ihr euch mal sowas kaufen solltet und ihr bezahlt für einen Dienst, wie einen Lieferdienst oder einen Abholdienst, einen Aufstelldienst, wie auch immer. Da gibt es ein kleines Feld mit einem, wo man im Laden Kommentare reinschreiben kann. Lasst euch da reinschreiben, Altmaschine mitnehmen oder Altgerät mitnehmen, Neugerät an Position des Altgerätes, Etage sowieso, also Erdgeschoss, aufstellen. Ne? Auspacken und aufstellen, möglichst detailliert. Dann können die nämlich nicht mehr rummosern, dann sagt man einfach hier, lesen. Lesen. Ich könnte dich auch Tante Google fragen mit meinem Handy und übersetze mir das mit auf. Na? Dass die wissen, was sie zu tun haben und eben was sie nicht tun müssen. Yani siz iki uzmanınız. Şimdi yeni makineyi aç. Sonra bunları doğru pozisyona koyup eski makineyle ortadan kaldırırsınız. Ve tüm tartışma ve tehditler olmadan, aksi takdirde. Bir savaş eyleminden başka bir şey Almanya'dan ihraç olarak sayılacaktır. Yani ateş etmeyin. Aber sich schlecht benehmen ist die schlechteste Entscheidung von solchen Bäckerburschen, weil die hätten davon ausgehen können, dass ich mich da beschwere. Weil ich war bei der Lieferung schon nachher ein wenig ungehalten. Ich war aber jederzeit freundlich, aber sie hätten eigentlich einen Baseballer verdient, dass man die da gleich weghaut, die Spinner. Also kann ich überhaupt nicht haben. Es gibt aber Idioten in diesem Land. Und der Service-Gedanke, die Servicewüste Deutschland mit solchen Typen, bekommt sogar 2 Gesichter. Und die waren noch nicht mal unbedingt hübsch, die Gesichter. Und sie waren nicht deutsch. Das war das Allerschlimmste. Wahrscheinlich rennen die auch noch mit dem deutschen Pass durch die Gegend. Würde ich den sofort abnehmen, verbrennen und ausweisen. Sollen die doch bei Erdogan Waschmaschinen ausliefern. Aber die sind ja sowieso am Ende, ne? Wirtschaftlich und überhaupt. Ne? Wirtschaftlich, politisch und sexuell. Die sind komplett am Ende, ne? Aber wie gesagt, nichts gegen. Also ich habe eigentlich eine ganz gute Meinung zu. Aber es gibt immer einige, wie auch bei Deutschen, die sind so das Anti-Aushängeschild, ne? Für deren Landsleute. Ne? Katastrophe, echt. Katastrophe, ey. So eine Spinner. Ne? Egal. So, kommen wir mal zu dem Thema dieses Videos, weil ganz so viel Zeit habe ich auch nicht. Und ein bisschen schnattern ist okay, aber jetzt hören wir mal auf zu schnattern. Das heutige Video beschäftigt sich mit Koptern, beschäftigt sich mit der Tyrannis und mit Üben. Leute, ihr müsst jetzt üben. Und zwar will ich euch jetzt zeigen, wie man die Tyrannis einrichtet, damit ihr Freerider auf dem PC, Freerider ist eine First-Person-View-Simulationssoftware. Es gibt sicherlich noch bessere als Freerider. Aber ich finde Freerider ganz interessant, weil wenn man es in der Demo-Version runterlädt, voll benutzen kann. Ja, zumindest ein Level. Da gibt es so verschiedene Karten, wo man so rumheizen kann und rumüben kann. Aber eine Karte so zum Üben für den Akku-Modus ist ausreichend und vor allem kostenlos. Ihr braucht dafür nur eure Tyrannis und wie gesagt ein USB-Kabel. Mehr braucht ihr dafür nicht. Und wie das funktioniert und wie man die Tyrannis einrichtet, das werden wir gleich zusammen machen. Kommen wir erstmal
zu den Koptern. Warum müsst ihr überhaupt üben oder solltet ihr überhaupt üben? Wir alle kennen es ja, bei diesem Kopter ist es ja so, der fliegt ja stabilisiert. Was heißt stabilisiert? Ich könnte es euch ja mal zeigen. Dazu müsste ich jetzt erstmal die Turbines anmachen. Welcome to OpenTX. Und mein Modell umstellen. Ich stelle mal schnell um. Moment. Turn. Und das Modell aufstellen. Stabilize Mode. Wunderbar. So, habe ich jetzt umgestellt. Ihr wisst ja, das läuft ja mit meinem kleinen eChine H8S über dieses Modul hier hin, was hier lustig vor sich hin leuchtet. Das funktioniert nach wie vor ganz, ganz ausgezeichnet. Ich bin schon lange nicht mehr geflogen, das werde ich jetzt mal machen, meine Liebe. Also gehen wir jetzt mal Strom drauf und dann werde ich jetzt mal rumkoptern, meine Lieben. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier keinen Scheiß mache. Zack, Akku rein, Strom auf die Möhre geben, zack. So, Binde. Binding. Aha, hat gebunden. Und nun fliegen wir mal, meine lieben Freunde. Und dann zeige ich euch, das ist jetzt hier der stabilisierte Modus. Seht ihr? Das ist stabilisiert, das heißt also, wenn ich nach rechts gehe, oder nach links gehe, dann stabilisiert er sich immer wieder aus. Nach rechts, nach links, seht es? Rechts, links. Er versucht immer in seine horizontale Position zurückzukommen. Na? Genug gezeigt. So, also er versucht immer in seine. Er geht. Man stellt ihn ja auf eine glatte Fläche. Das war jetzt hier nicht optimal, weil der Tisch ein bisschen schief steht. Man stellt ihn auf eine gerade Fläche und dann weiß er, aha, das ist der Horizont. So, wenn ich jetzt Gas gebe, Gas, dann geht er nach oben und bleibt in seiner horizontalen Position. Gehe ich nach rechts, schwenkt er nach rechts, bis ich den Knüppel loslasse und dann geht er wieder nach oben. Geht er wieder in seine normale Position und schwebt natürlich. Durch den Drift, den er hat, schwebt er natürlich weiter. Wenn man ihn quasi wie so einen Schubs gibt und er geht wieder zurück und er hat diese kinetische Energie, dann saust er natürlich noch weiter in die Richtung, bis ihm irgendwann die Energie ausgeht. Er wird dann immer langsamer. Ja? Also man macht einen Kippen, dann saust er eben in diese Richtung und sobald man den Stick loslässt, geht er wieder in seine horizontale Position. Da sagt man dann, er levelt. Er levelt sich aus. Genauso, wenn er nach vorne geht, man lässt los und dann saust er so ein Stück weiter. Geht man nach hinten, saust er so ein Stück weiter. So, jetzt mache ich erstmal den Stecker hier raus. Zack. Ja, das ist also, und sobald man die Sticks loslässt, geht er wieder in seine Originalposition und bleibt ausgelevelt hier stehen. Das ist der Engel-Modus, sagt man dazu. Engel- oder Level-Modus. So muss man sich das vorstellen. Nicht vorstellen, so ist es. Ne? Also, egal was man macht, der Kopter, sobald man den Stick loslässt, geht immer wieder in seine Neutralposition. Wenn man jetzt eine Kurve fliegen will, muss man die Sticks sozusagen beibehalten, also quasi den in der Position halten, dann würde er ja nach hier gehen. Also nach, sagen wir mal, geht nach vorne und dann würde er so wegsausen. Und damit er eine Kurve fliegt, müsste man natürlich ein bisschen Seitenruder, also ein bisschen Yaw zugeben. Das heißt also, man würde so in die Kurve fliegen. Aber der Kopter, sobald man den Stick wieder in die Neutralposition bringt, der Kopter versucht immer, was heißt versucht, er geht immer in die Neutralposition, in diese horizontale Position, was natürlich bedeutet, sobald man irgendwie am Fliegen ist und den Stick quasi in die Neutralposition bringt, dass er immer wieder zurückgeht in seine Neutralposition. Also er kämpft quasi dagegen an. Also richtig saubere Flugbewegung kriegt man mit dem eigentlich nicht hin. Der Vorteil bei diesem Level-Modus ist natürlich, dass es für Anfänger sehr, sehr einfach ist zu fliegen. Also das ist wirklich nur Strom drauf geben, hinstellen. Binden, anmachen. Welcome to OpenTX. Binden. Binding. Stabilize Mode. Und Stoff geben, ne? Also den hier. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr einfach zu fliegen.
kann damit auch sehr präzise fliegen. Aber im Grunde genommen, ihr seht es, sobald meine Bewegung, er steht immer in der Horizontalen. Wenn ich ihn bewege, gebe ich ihm Schutz nach links oder Schutz nach rechts und ich lasse den Stick gleich wieder los. Ne? Das ist natürlich eine schöne Geschichte, schön einfach zu fliegen, aber manchmal suboptimal. Also mit richtigen Fliegen hat das eigentlich nichts zu tun. Ne? Das ist also, ja, das ist Koptern. Das ist normales Koptern. Wir wollen ja richtig fliegen. Sprich also, der Kopter soll sich nicht wehren gegen unsere Steuerstick-Eingaben. Also wenn wir eine Kurve fliegen, wollen wir auch eine saubere Kurve fliegen. So, also so rumfliegen und so soll der dann im Grunde genommen auch seine Kurve durchziehen. Ohne dass, wenn man den Stick loslässt, dass er wieder in die Horizontale geht und Unsinn macht. Also quasi gegen den Piloten ankämpft. So, nun gibt es noch den Akkro-Modus. Der Akkro-Modus ist frei von allen Stabilisierungen. Also dieses Teil hier, dieser Gyroskop, der da drin ist. Das da drin ist. Der da drin ist, das da drin ist. Also dieses Ding da, was quasi für dieses Leveln verantwortlich ist. Gyroskop heißt es, glaube ich. Was für dieses Leveln verantwortlich ist. Sich für das Leveln verantwortlich zeichnet. Den schaltet man ab. Das heißt also, man fliegt den komplett manuell. Das heißt also, Gas ist Gas. Links ist links drehen. Rechts ist rechts drehen, ist klar. Kippen ist kippen, da bleibt er dann auch. An der anderen Richtung kippen, bleibt er auch. Nach vorne kippen bleibt er und nach hinten kippen bleibt er. So, dann gibt es ein paar Sachen zu beachten. Also, wenn man, hier war es ja so, wenn man ihn nach vorne bringen will, dann gibt man einfach ein bisschen Pitch und geht wieder zurück, ein bisschen nach oben, ein bisschen Pitch, also man kippt ihn nach vorne, also wenn er jetzt so fliegen sollte, so würde er jetzt stehen und man kippt ihn nach vorne und dann saust er natürlich los. Dabei ist natürlich zu beachten, in dem Moment, auch mit dem Schub, mit dem Gas, da müsst ihr auch immer drauf achten, aber das kriegt man nachher relativ schnell raus. Jetzt ist ja der Schub bei Gas, wenn er hier so levelt, nach unten gerichtet. Sobald ihr jetzt ein bisschen Schub gebt, würde er nach vorne sausen, aber auch absacken, weil natürlich dass die nach unten gerichtete Kraft mit mal so ein bisschen seitlich ist. Also er verliert ein bisschen Kraft. Das heißt also, der Auftrieb geht ihn verloren, dafür hat er dann Vortrieb. Das würde bedeuten, der Kopter wird so fliegen. Das heißt also, in dem Moment, wo man ihn nach unten kippt, muss man auch ein bisschen mehr Gas geben, damit er auch die Höhe hält. Aber das, wenn man diesen Level fliegt, dann kriegt man das ganz schnell spitz, dass man automatisch hier ein bisschen mehr Gas gibt. Also man kippt ihn nach vorne und gibt auch automatisch mehr Gas in dem Moment, um das zu kompensieren. So. Na, also die Vorwärts, er levelt jetzt hier, man würde ihn nach vorne pitchen, also das ist, oder zu euch, man würde ihn nach vorne pitchen, aber seitlich wäre es besser zu sehen, sagen wir mal um 45 Grad, und er würde natürlich die Kraft, die vorher hier war, wo er 40% Trottel, also Gas braucht, in diesem Moment müsste er ein bisschen mehr Gas haben, um nicht so zu fliegen, sondern die Höhe auch zu halten. Das ist ganz klar, weil natürlich ein gewisser Prozentsatz im Vorwärtstrieb sozusagen verbraucht wird und ein anderer Prozentsatz eben, um die weiterhin die Höhe zu halten. Also er würde, wenn wir am Gas nichts machen würden, würde er so nach unten wegsausen. Das heißt also, um das zu kompensieren, müssen wir natürlich automatisch auch ein bisschen mehr Gas geben, damit er die Höhe hält und eben vorwärts saust. So, das mache ich mal außen wieder an. Ja, viel Gerede, viel Gelaber. Wir kommen gleich zum Wesentlichen. So, beim Akkro-Modus ist es so, es gibt ja keine Stabilisierung. Sprich, im stabilisierten Modus, wenn man nach rechts will, gibt man einfach einen Schubser nach rechts und dann geht er nach rechts und man lässt den Stick wieder los. Und dann würde er sich wieder nach oben wenden und vielleicht noch ein bisschen weiter driften. Dann driftet er einfach nur noch auf seinem Luftteppich durch seine kinetische Energie, die er hat in der Luft. So, im Akkro-Modus ist es so, das ist ja hier vorne zu euch. Jetzt sagen wir mal, rechts wäre dann ja da, das wäre bei euch, glaube ich, links. Warte mal, überlegen. Ja, das wäre bei euch links. Also wenn ich ihn jetzt nach links kippen würde, im Akkro-Modus, dann würde ich den Steuerstick-Befehl geben und würde ihn kippen. Und dann in dieser Position, wenn ich den Stick loslasse, bleibt er auch. Er geht nicht wieder zurück in die Normalposition. Das bedeutet natürlich, Steuerbefehle muss man sehr sensibel sein. Er bleibt hier und saust nach links. Wenn ich das jetzt stoppen will, muss ich mit dem Stick genau in die entgegengesetzte Richtung gehen, sprich so weit, dass er sich so aufbaut, um sein Antrieb jetzt hier sozusagen, also sagen wir mal, er fliegt jetzt so und ich will ihn jetzt stoppen, er saust natürlich durch seine kinetische Energie, die er noch hat, dann müsste ich
in die entgegengesetzte Richtung, dass er dann quasi bremst und dann wieder auf Null gehen, damit er die Position hält. Das ist, also er bleibt in der Position, auch beim Pitchen, er bleibt in der Position, die ihr eingestellt habt. Und beim Zurückfliegen. Er bleibt da. Also man pitcht ihn einmal an und er bleibt in dieser Position. Und dann saust er los. Natürlich, in dem Moment natürlich auch ein bisschen nach unten gerichtet. Dann müsste sie wieder ein bisschen Gas geben. Also würde er Ewigkeiten geradeaus fliegen, ohne dass ihr den Stick, den Steuerstick, erneut berühren müsstet. Ihr müsstet dann nur noch Gas geben, damit er die Höhe hält. Und dann würde er dann immer weiter in der gleichen Geschwindigkeit nach vorne sausen. Oder wenn ihr mehr Gas gibt, dann saust er nach vorne und steigt. Gibt ein bisschen weniger Gas, saust er nach vorne und sinkt. So, das ist alles noch gar kein Problem. Das ist alles relativ einfach. Jetzt kommt eben diese Flugphysik hinzu, das richtige Fliegen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist jetzt hier vorne, meine lieben Freunde. Ich versuche euch das so ein bisschen theoretisch zu erklären, was passieren würde. Also, wir pitchen ihn an. Also, das wäre jetzt hier vorne. Wir pitchen ihn an. Nehmen wir mal das Beispiel, vorwärts fliegen. Dann saust er vorwärts. Ja, klar. Jetzt möchten wir eine Kurve fliegen. Was machen wir dann? Wir würden ihn natürlich in der Yaw-Achse drehen oder in der Achse kippen. Ja, was würde dann passieren? Sagen wir mal, er fliegt jetzt zu euch und wir kippen ihn in der Rollachse. Also so würde er zu euch fliegen und jetzt kippen wir ihn in der Rollachse. Seht ihr das vielleicht schon? Oder wir drehen ihn, das können wir auch machen. Also er würde nach vorne fliegen und wir kippen ihn. Das würde bedeuten, er fliegt nach vorne und driftet nach links weg. Also zu euch, also aus eurer Perspektive nach rechts. Na? Also wir fliegen geradeaus und kippen ihn nach rechts. Bei euch links, glaube ich. Warte mal, also bei mir links, bei euch wäre es dann rechts. Jetzt geht das schon wieder los. Also wir würden ihn jetzt kippen. So, ist gepitcht und wir kippen ihn zusätzlich noch. Dann würde er schräg wegsausen. Ja, wir wollen ja eine Kurve fliegen. Das würde bedeuten, wir müssen auch noch Yaw mit reinbringen. Und dann würde er diese Kurve sauber fliegen. Wenn wir dann quasi die Rollachse benutzen und auch noch Yaw. Was würde denn passieren, wenn wir es nicht machen? Man könnte es ganz gut sehen, wenn wir ihn pitchen. Er würde nach vorne fliegen. Und wir würden jetzt eine Drehung reinbringen. Wir würden ihn jetzt drehen über Yaw. Also Yaw ist da, wo Gas ist. Ja? Also diese Achse. Dann würde er das hier machen. Das würde bedeuten, dass der Horizont sich verschiebt. Und das müssen wir dann wieder mit Roll korrigieren, damit wir ihn wieder gerade kriegen. Also eine Kurve zu fliegen, bedingt beides. Also nur pitchen und nur drehen bringt nichts, weil dann würde er sozusagen so weiterfliegen und auch schräg weiterfliegen. Sondern ihr müsst auch noch zusätzlich das Seitenruder, also sprich die Roll noch mit reinbringen. Das heißt also, im Grunde genommen sind es drei Befehle. Erstmal müsst ihr die Höhe halten, dann müsst ihr für den Vortrieb sorgen und dann müsst ihr, wenn ihr in die Kurve fliegen wollt, müsst ihr Yaw, also dann muss ich die Nase drehen und ihr seht schon, wie schräg die jetzt hier ist, und zusätzlich noch Rollen mit reinbringen. So, und das würde bedeuten, wenn ihr eine Kurve fliegt, würdet ihr nach links gehen, also sagen wir mal hier, würdet ihr nach links gehen und gleichzeitig auch euren Roll mit anpassen, auch nach links. So muss man sich das vorstellen. Beide Knüppel müssen nach links und bei rechts genauso. Weil alleine funktioniert es nicht. Und ihr seht es nachher auch im Simulator und deswegen ist der Simulator so hilfreich. Wenn ihr zum Beispiel nach vorne geht und ihr macht einen Roll, dann seht ihr, dass der Kopf da sozusagen so wegdriftet. Also es ist weit weg von dem, was man Kurve nennt. Sprich, da müsst ihr auch noch die Drehung mit reinbringen. Und ihr seht es auch am Horizont, wie der Kopter, wie die Flugphysik des Kopters ist. Zack, drehen wird nichts, weil dann wird der Horizont eher schief. Und in dem Moment, wo ihr Roll reinbringt, gleicht ihr das dann wieder an. Also ihr müsst dann ein bisschen Yaw geben und ein bisschen Roll, damit es wieder passt. Yaw und ein bisschen Roll. Und wenn ihr da die richtige Balance habt, dann kriegt ihr eine saubere, also sozusagen so eine Kurve hin, so wie sich das gehört. Das ist richtiges Fliegen, meine lieben Freunde. So funktioniert jedes Flugzeug. Na? Wenn ihr im Flugzeug seid und das ist ein bisschen anders, da habt ihr ja die Tragflächen und hinten das Seitenruder und dann habt ihr auch noch das Höhenruder. Da ist es eher so, dass ihr das über das Höhenruder und das Seitenruder sozusagen mit reinbringt. Aber beim Kopter ist es im Grunde genommen das Gleiche. Also ihr müsst eine Drehung durchführen und nur mit der Drehung ist es nicht getan, um eine Kurve zu fliegen, weil dann würde er, ja, er würde, also
komisch fliegen, beziehungsweise der Horizont würde sich immer weiter verschieben, immer weiter verziehen. Und das muss man wieder korrigieren, sozusagen. Oder man kann sich natürlich auch dann nachher vernünftig in die Kurve reinlegen. Aber im Grunde genommen könnte man auch, indem man Yaw benutzt, also Yaw benutzt und gleichzeitig das Rollen wieder korrigiert, Yaw und das Rollen wieder korrigiert, so könnte man sich so um so eine Kurve rumschlawenzeln. Aber elegant ist das nicht. Und wenn man sich so ein bisschen reinlegt in die Kurve, dann kann man natürlich nachher eine saubere Kurve fliegen. Das funktioniert nur im Agro-Modus. Und da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr müsst ständig nachregeln. Ihr müsst immer regeln an dem Teil. Und wenn ihr eine Steuerbewegung gebt, zum Beispiel ihr pitcht ihn nach vorne, er bleibt in dieser gepitchten, machen wir mal, das ist jetzt hier vorne, er bleibt in dieser gepitchten Position. Ihr pitcht ihn weiter nach vorne, dann wird er immer steiler. Dann müsst ihr natürlich immer mehr Gas geben und wird natürlich dadurch auch immer schneller. Und wenn ihr das rückgängig machen wollt, dann müsst ihr ihn quasi wieder aufrichten, aber würde natürlich durch seinen Schub, den er hat, noch eine ganze Weile aufgerichtet geradeaus weiterfliegen. Und wenn ihr ihn bremsen wollt, müsstet ihr im Grunde genommen kurz gegenlenken, also ein bisschen Gegenschub geben, dass er stehen bleibt und dann wieder aufrichten. Das ist also ein ständiges Regeln. Und genauso funktioniert es auch, wenn ihr auf den Punkt hovern wollt. Und deswegen finde ich das ganz interessant und ganz spannend. So kann man den Agro-Modus ganz hervorragend, ein Gefühl für den Agro-Modus bekommen, wenn man startet. Also wenn ihr das allererste Mal Agro fliegt, also ohne Stabilisation, dann wird es so sein, er wird nach oben sausen und irgendwie abdriften, ein bisschen. Ja, dann müsst ihr ganz, ganz vorsichtig gegenlenken. Also ihr müsst genau, sagen wir mal, er würde rechts sein und ihr wollt ihn hier hin haben. Dann müsstet ihr hier gegenlenken, aber nur ganz schwach. Und dann würde er in diese Richtung sausen, aber er würde so lange sausen, bis ihr nichts macht. Das heißt also, wenn ihr an diesem Punkt hin wollt, müsst ihr rechtzeitig vorher genau in die entgegengesetzte Richtung gehen, damit er stoppt und wieder auf neutral gehen, damit er auch wirklich an der Stelle stehen bleibt. Das bedeutet, wenn man einen Punkt fixiert und im Agro-Modus und der Kopter über diesen Punkt versucht zu steuern, wird man es nie schaffen oder fast ganz selten schaffen, dass der Punkt genau an dieser Position, also dass der Kopter genau an dieser Position bleibt. Sondern es ist ein ständiges Regeln am Kopter. Man versucht immer über dieser Position durch Korrekturbefehle, also durch ganz schwache Korrekturbefehle, versucht man immer genau die Position zu erreichen. Das ist, würde ich fast sagen, der Agro-Modus ist das punktgenaue Hoovern, das mit das Schwerste. Ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, die man da beachten muss. Aber das ist schon verdammt schwer, den Kopter genau auf einer Position virtuell im Raum zu halten, weil man ständig am Regeln ist. Und das ist eine gute Übung. Das könnte ich euch mal hier zeigen. Also ich habe versucht, da diese Bank auf diesem Planeten, auf diesem virtuellen Planeten, mit dieser virtuellen Insel und dem virtuellen Jeep, der da steht, und dieser virtuellen Bank, da habe ich mal versucht, den Kopter, habe ich erstmal, na klar, ein bisschen rumgespielt auch, mit Line of Sight, also sprich von außen gesehen, auf dieser Bank zu landen. Weil über die Kamera, wenn man über die Kamera rausguckt, das kann man in der Simulationssoftware umstellen, zwischen Kamerablick und Außenblick, also fester Position, ist im Simulator also wirklich schwierig, aber für solche Übungen ist das ganz gut geeignet, weil da kriegt man ein gutes Gefühl dafür, wo ist der Kopter eigentlich, wo ist die Bank und wo möchte ich landen. Und man kann sehr prima üben, sehr gut üben, die Stick-Ausschläge, um den Kopter dahin zu bekommen, wo man ihn haben will. Das sieht im ersten Moment leichter aus, als es ist. Also wenn ihr das erste Mal vom stabilisierten Modus, kann man in der Simulation auch einstellen. Da merkt ihr erst richtig, wie scheiße stabilisiert ist. Das ist dann natürlich besonders einfach. Ne? Aber im Agro-Modus ist das echt eine Wissenschaft. Also das ist eine Herausforderung. Also das solltet ihr auf jeden Fall üben, um ein Gefühl für diesen Agro-Modus zu bekommen. Wie funktioniert das? Und wenn ihr nachher so weit seid, dann könnt ihr genauso gut auch mal nach oben sausen. Höhe ist ja unser Freund. Nach oben sausen, Pitch geben und dann versuchen, eine Kurve zu fliegen. Ja, da werdet ihr mit dem reinen Yaw, werdet ihr da nichts. Oder wenn ihr Rollen ein bisschen zugebt, werdet ihr auch nichts. Dann wird er eher geradeaus sausen und schräg. Versteht ihr? Er würde nach vorne sausen. Und wenn er diese Position hätte, also ihr gebt ein bisschen Roll dazu, dann würde er so wegsausen. Also er würde geradeaus weiterfliegen, aber nach links versetzt. Also in eurem Fall jetzt rechts oder andersrum nach links. So würde er zu euch sausen und nach links weg. Das ist ja weit entfernt von der Kurve. Da müsst ihr natürlich noch Drehung mit reinbringen. Und dieses Verhältnis Drehung zu Roll, das kriegt man nachher ganz schnell spitz über den Simulator. Dass beides miteinander
verheiratet ist. Und je stärker man das eine oder das andere variiert, desto enger sind nachher auch die Kurven, die man damit fliegen kann. Also da kriegt man nachher schnell ein Gefühl für. Und auch ein Gefühl für die Flugphysik. Und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass man mit einem Simulator übt, weil das spart einem viel Ärger, wenn man draußen ist. Also die ersten Male. Ich habe das ja die ersten Male mit dem Burschen hier probiert. Also da sind mir schon so einige Dinger da kaputt gegangen. Also der ist schon hart gecrashed, ne? Und das muss man nicht üben, ne? Das ist bei jedem Copter identisch. Aber wenn man die Flugphysik, die dahinter steht, verstanden hat, dann ist es nachher nur noch eine Einstellungssache, wie man die Expos, also quasi die Stickwege einstellt, für sich optimal. Ich habe das hier erstmal ein bisschen sanfter eingestellt. Ne? Das ist noch nicht auf Racing sozusagen umgestellt, dass es ziemlich aggressiv reagiert, sondern eher sanft reagiert, damit man ein gutes Gefühl im Copter hat und damit man erstmal ein Gefühl für den Copter an sich bekommt. So, und diese Level-Geschichte, wenn man die gewohnt ist, dann versaut man sich da eine ganze Menge. Weil wenn man dann umschaltet auf Akku, dann crasht man automatisch, weil man eine völlig falsche Haptik sich angeeignet hat. Diese ganzen ID-Copter, die alle stabilisiert sind, der gehört ja auch dazu. Die lassen sich natürlich von Haus aus einfach fliegen, aber mit Fliegen hat das im Grunde genommen gar nichts zu tun. Also das Fliegen übernimmt der Copter. Und ich denke mal, das Fliegen sollte eigentlich immer der Pilot übernehmen. Da verlasst euch nicht auf irgendwelche Scheiße, die der Copter da fabriziert und die ganzen Helferlein. Verlasst euch auf gar nichts. Also ihr gebt auf alle vier Propeller Schub und alles, was er dann macht, liegt bei euch. Das heißt also, ihr pitcht ihn an, ihr rollt ihn an, ihr gibt noch eine Drehung rein und dann fliegt er seine Runde. Und je stärker das eine mit dem anderen in Kombination ist, desto enger wird die Runde oder eben desto weiter wird die Runde, desto weicher wird dann. Also einen großen Radius oder eben ganz enge Radien kann man natürlich auch fliegen, je nachdem, wie man beides einsetzt. Also die Drehachse und die Rollachse. Drehen und Rollen, das erzeugt eine Kurve. Und das kann man mit so einem Simulator ganz wunderbar üben, meine lieben Freunde. Ja, nun, sollte man dazu einen alten Atari-Joystick benutzen? Natürlich nicht. Man sollte immer seine Original-Fernbedienung benutzen, weil damit fliegt man ja auch draußen im Feld rum. Und wenn man dieses Akrofliegen ein bisschen oder die Flugphysik, die hinter dem Akrofliegen hintersteht, jeder, der einen Copter hat, also so ein Race-Copter oder sonst was, der fliegt grundsätzlich unstabilisiert, immer Akro. Immer Akro. Es gibt auch noch so Sachen wie Air-Mode. Air-Mode ist quasi folgendes, das kann ich auch nochmal erklären. Air-Mode ist eigentlich nur wichtig für, wenn man zum Beispiel in der Luft ist und da irgendwelche Freestyle machen will, dass die Propeller niemals stehen bleiben. Das heißt also, dass man auch mit relativ wenig Schub oder sogar gar keinem Schub die Rotoren trotzdem noch weiter drehen und Stick-Controls, also zum Beispiel eine Drehung über die Rollachse, weiterhin voll von den Motoren ausgeführt werden. Also die Motoren stehen noch weiterhin unter Dampf, obwohl man Gas weggenommen hat. Und das gilt gilt einmal für die Rollachse, es gilt natürlich aber auch für die Pitchachse. Das heißt also, man fliegt, nimmt Gas kurz weg, als Beispiel jetzt, man fliegt, nimmt Gas kurz weg und haut den Pitch-Stick genau an Maximum und dann dreht er sich natürlich einmal in der Luft. Das ist also mehr so Freestyle-mäßig, das nennt sich Air-Mode. Muss man nicht unbedingt haben, weil man kann es ja natürlich auch mit dem normalen Gas, das muss man ja nicht komplett zurücknehmen, man kann ja auch ein bisschen Gas beibehalten und dann ist der natürlich immer noch steuerbar. Das ist dann nochmal so ein kleines Helferlein in den Flugmodis. Viele fliegen im Air-Mode, hat bei der Landung natürlich leichte Probleme. Also würde ich erstmal außen vor lassen, könnte mich später immer nochmal mit beschäftigen. Aber lasst diesen stabilisierten Modus weg, weil dieser stabilisierte Modus versaut euch eine ganze Menge. Meine lieben Freunde, so jetzt mal gleich mal aus. Als nächstes werden wir uns jetzt an der Tyrannis. Nee, nein. Ich werde euch jetzt erstmal zeigen, was ihr überhaupt braucht. Wie gesagt, ihr braucht eine Funkfernbedienung. In diesem Fall nehmen wir die Tyrannis. Das gilt natürlich auch für die neue Q7, für das Billigteil. Das ist genau das Gleiche, weil die Software quasi identisch ist. Außer, dass die Q7 so ein bisschen abgespecktes Modell von dem Teil hier ist. Und dann braucht ihr noch ein USB-Kabel. Und zwar das USB-Kabel, was hinten in den USB-Port reingehört. Das kann ich euch ja mal zeigen. Hier seht ihr den USB-Port. Da ist er. Da kommt unser USB-Kabel rein. Meine Lieben. Und die andere Seite kommt dann nachher in euren PC. Und dann wird euer PC, euer Windows 10 PC, ich nehme an, ihr werdet sicherlich Windows 10 haben, wird euer Windows 10 PC im Gerätemanager euch die Tyrannis als Joystick anzeigen.
als Device, als Joystick-Device. Es ist ja quasi ein Joystick. Aber mit den Standardeinstellungen werdet ihr ja nichts. Ihr müsst der Tyrannus die vier Kanäle, die für den Flugsimulator wichtig sind, die müsst ihr der Tyrannus natürlich beipolen. Das müssen wir einmal kurz programmieren. Und da gibt es ein paar Sachen bei Freerider zu beachten. Und das werde ich euch gleich in den Details zeigen, wie ihr euer Freerider-Modell hier in der Tyrannus anlegt. Was ihr da einzustellen habt, das ist nicht kompliziert, ist kein Hexenwerk. Wir werden es einmal ganz kurz durchgehen und dann gehen wir nachher gleich am PC und dann werde ich euch beweisen, dass das auch funktioniert. Und so könnt ihr an dem PC mit Freerider einmal den stabilisierten Modus benutzen, also den Level-Modus. Und da seht ihr dann schon mal, wie scheiße das ist, wenn man in eine Kurve fliegt und so. Aber das wisst ihr ja auch selbst, wenn ihr schon so einen kleinen Kopf da habt, wie scheiße das teilweise ist. Ich meine, es funktioniert eigentlich relativ gut. Aber es ist eigentlich der falsche Modus, ne? Also für Anfänger perfekt, aber es ist wirklich nur für Anfänger. Und vor allem, wenn man sich daran gewöhnt hat, hat man nachher ein Problem damit, in den richtigen Modus reinzukommen. Also unstabilisiert zu fliegen, so wie man eigentlich im Modell fliegt. Dass man die komplette Kontrolle nicht an den Kopf oder einen Teil der Kontrolle nicht an den Kopter gibt und sich der Kopter durch diese Stabilisierung gegen die Kommandos des Piloten quasi wehrt. Deswegen zappeln diese Kopter in den Videos, wenn ihr dann mal ein Video gucken solltet. Manchmal seht ihr, dass der Kopter unheimlich zappelig in der Luft ist. Und dieses Zappelige kommt, weil der immer gegen angeht und versucht immer wieder in seine Horizontale zu wandern. Gut für Anfänger, schlecht für Leute, die wirklich elegant fliegen wollen. Und dieses elegante Fliegen, das richtige Fliegen, das ist der Agro-Modus, sprich, wo keinerlei Stabilisierung ist, wo alles über den Piloten läuft. Und dann kann man da natürlich richtig Gas geben und die wildesten Sachen machen. Erfordert aber viel Übung und dieses Üben kann man im Feld machen, aber auch am Simulator. Und ich finde, für das erste grobe Feeling sozusagen, um sich an diesen Agro-Modus zu gewöhnen, ist der Simulator eine gute Geschichte. Man spart sich da viele, viele Crashs mit dem echten Kopter und weiß dann schon, was auf einen zukommt und wie man dann nachher auch zu reagieren hat. Ohne, dass man den Kopter also öfter als nötig versenkt irgendwo. Ne? Wenn es natürlich ein weicher Rasen ist, ist es nicht so schlimm, aber ihr seid ja nur am Rennen. Ihr seid ja nur am Rennen, den Kopter wieder hinstellen und weiter geht's. Ne? Und da spart ihr euch schon mal eine ganze, ganze Menge Ärger und könnt schon viel im Vorfeld sozusagen realisieren. Und Spaß macht das natürlich am PC auch. Weil man da natürlich Sachen ausprobieren kann, die man mit dem richtigen Kopter wahrscheinlich gar nicht ausprobieren würde. So nach dem Motto, wie würde er reagieren, wenn ich das und das mache? Was macht er in der Luft, wenn ich das und das mache? Ja, das könnt ihr auch im Feld ausprobieren, aber wenn ihr dann 9-mal vom Himmel fallt und da Crash baut und da irgendwas in den Arsch ist, dann macht das natürlich auch keinen Spaß. Ne? Also so kann man dann schon mal so unsinnige Sachen von irrsinnigen Sachen schon ein bisschen üben am PC. So, und wie das jetzt funktioniert, werde ich euch gleich zeigen an meiner Tyrannus. Lege ich hier schon mal hin, richte das alles neu aus und dann sehen wir uns gleich wieder auf meiner Tyrannus und dann richten wir uns mal für Freerider ein Modell ein. Bis gleich. Ich laber wieder. Ich versuche euch hier wieder einen zu erzählen, hier sofort wie mit rechts und links und hin und her. Ihr werdet das aber auch in dem Simulator nachher auch merken. Sobald ihr da auf Akku schaltet und ihr seid Akku nicht gewohnt, die ersten paar Mal werdet ihr gnadenlos abkacken. Und so wäre das dann auch mit eurem Modell, wenn ihr den im in den Agro-Modus schaltet. Wenn ihr da kein Gefühl für habt, ist das nicht bedienbar für Ungeübte. Das muss man üben, meine lieben Freunde. Man kann es im Feld üben. Aber das könnte unter Umständen teuer werden, weil viel kaputt geht, weil das Ding dauernd abschmiert. Ein Simulator ist zwar nicht perfekt, die perfekte Art und Weise, die Realität nachzustellen, aber eine brauchbare und gute Variante, um die Realität nachzustellen, weil man die Flugphysik dahinter versteht. Und wenn man die Flugphysik dahinter versteht und die Flugphysik bei einem realen Kopter ein bisschen anders ist, kann man es trotzdem noch kompensieren, weil man schon das richtige Wissen mitbringt. So. Also stellen wir erstmal die Tyrannus entsprechend ein, dass wir gleich Freerider am PC, jetzt habe ich fast gesagt, zocken können. Also mit der First-Person-View-Simulationssoftware arbeiten können. So, bis gleich. So, meine lieben Freunde, hier sind wir in meiner Tyrannus und ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen, was ich hier so fabriziere. Vielleicht sollte ich mal das Licht ein wenig drosseln an einer Seite. Ist das besser? Es könnte ein bisschen besser sein, ja. So, also als erstes legen wir uns ein neues Modell an. Und hier haben wir ja unsere ganzen Modelle. Mein Graf Perle, mein Racer, mein QX105, mein Freerider, seht ihr, habe ich ja auch schon. Aber wir legen ein neues Freerider-Modell an. Und zwar gehen wir hier unten auf ein freies Feld, wie ihr seht, klicken Enter.
So, jetzt gehen wir auf ein neues Modell. Drücken die Enter-Taste. Neues Modell. So, sagt, das soll ein Quadcopter werden. Bumm. Und beende das mit Exit. Nochmal Ende und dann Exit. Irgendwie kam ich da wieder raus. Genau. Und dann haben wir hier ein neues Modell angelegt. So, da gehen wir jetzt, ihr seht schon das Sternchen davor, das bedeutet, dieses Modell ist auch aktiv. So, und da gehen wir jetzt rein in dieses Modell. Drücken die Pitch-Taste und geben dem Modell einen Namen. Und das nennen wir mal Perle. Oder das nennen wir Simulation. Wie komme ich da jetzt wieder zurück? Warte mal, gehe wieder rein. Das nennen wir Simulation. Das nennen wir Simulator. So, nun können wir natürlich auch noch beigehen und sagen, wir wollen hier noch ein Bild haben. Nehmen wir den hier, so scheißegal. So, und dann gehen wir weiter runter. Könnt ihr das eigentlich sehen, was ich hier mache? Ja, ne? Dann gehen wir weiter runter. Genau. Bis wir hier sehen, internes HF-Modul. Da klicken wir auf Modus und sagen aus. So. Und das externe Modul schalten wir auch aus. Also beide Module, sowohl das interne, das ist ja das, upsala, das ist ja das hier, als auch das externe, das ist das, was wir hier hinten drin haben, die schalten wir aus. Warum sollen die laufen, wenn wir sie nicht brauchen? Verbraucht nur Strom. So, jetzt gehe ich hier wieder hin und fokussiere das. Also diese beiden Sachen, internes und externes Modul, schaltet bitte aus. So, und dann sind wir soweit schon mal durch mit dieser Seite. Wir haben dem Ganzen Namen gegeben und wir haben das externe und interne Modul ausgeschaltet, was ihr hier unten seht. Also ihr braucht euch nicht hier durchhangeln, so wie ich es gemacht habe. Ihr könnt auch von oben beim Simulatornamen einfach auf Plus gehen, dann springt ihr natürlich auf die, nach ganz unten auf einen Schlag und dann habt ihr es auch gleich. Ne? So könnt ihr euch dann externes HF-Modul aus, internes HF-Modul aus. Wir brauchen sie nicht. So, jetzt gehen wir auf Seite 3, brauchen wir auch nichts. Seite 4. Und da sehen wir jetzt auf Kanal, das sind ja noch keine Kanäle, also wir haben einmal Gas, Querruder, Höhenruder und Seitenruder und jeweils eine Wertigkeit von 100%. Das wollen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Jetzt müssen wir jeden einzelnen Kanal von den 4 Kanälen bearbeiten. Also gehen wir erstmal Gas und sagen Zeile editieren. So, Import Gas, das lassen wir mal. Und das ist ja hier quasi der hier, ne? Unser Gashebel. So, und sagen, das Gewicht muss auf 50 gestellt werden. Seht ihr hier? Das ist nachher wichtig für den Simulator. Und dann müssen wir den Offset setzen, sodass wir die Kurve nach oben bekommen. Der muss auch auf 50 sein. Seht ihr? Die Kurve geht jetzt nach oben. So, jetzt haben wir hier eine gerade, ihr seht es hier vorne, jetzt Gas gebe, eine gerade Kurve. Die in diesem Bereich hier appariert. Also nicht in den Minusbereich reingeht, sondern positiv von 0 bis 100 geht. So, und Expo lassen wir, das brauchen wir nicht für Gas. Gas soll ja linear laufen. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Ihr seht hier, Gas 50. So, jetzt gehen wir ins Querruder und editieren das genauso. Hier darf das Gewicht, hier muss das genauso sein, 50. Und auch der Offset muss auf 50 gestellt werden. Hier geben wir noch eine Expo, also eine Kurve rein von... Habe ich Scheiße gebaut. Genau. Wartet mal. Nein. Expo, da müssen wir jetzt einen rüber. So. Hier geben wir eine Expo von 25. Also wir bauen hier eine Kurve ein. 24, 25. So, jetzt seht ihr das schon. Jetzt sind wir... Genau. Jetzt, das ist ja unsere Rollachse.
Und seht ihr hier, er soll am Anfang nicht so aggressiv vorgehen und zum Schluss soll er ein bisschen schneller werden nach außen hin. Diese Kurve, die spezifiziert man sozusagen hier so ein bisschen. Man kann schwach sehen, es muss auch nicht doll sein. Also zum Schluss soll er bei den Endanschlägen soll er so ein bisschen aggressiver zu Werke gehen und in der Mitte eigentlich eher normal linear funktionieren. Würde ich sagen, das ist okay so für Freerider. Das lassen wir jetzt auch so. Also, das Gewicht auf 50, Offset 50, also das Ganze nach oben bringen und die Expo 25. Und das gleiche machen wir jetzt auch fürs Höhenruder. 50. Offset 50, also wir bringen die Linie nach oben. Und tragen hier als Offset-Wert, als Expo-Wert, gehen wir hier rüber, als Expo-Wert tragen wir auch 25 an. Also hauen hier eine kleine Kurve rein, seht ihr das? Die wird nachher immer steiler, je mehr ich gebe hier. Ne? Soll linear sein, aber zum Schluss soll sie ein bisschen ansteigen. Expo 25, bumm. So, und dann haben wir noch das Seitenruder, das machen wir nicht ganz so extrem. Seitenruder sagen wir auch, Gewicht 50, das ist überall das gleiche. Das ist eben wichtig für Freerider nachher, sonst funktioniert das nicht. Und hier geben wir auch plus 50, also bringen die Linie nach oben. Und sagen Expo 15, na nicht Diff. Expo, so, 15. Machen wir nur ganz, ganz schwach. Seht ihr, die Kurve biegt sich hier zum Schluss nur ganz, ganz schwach. Und dann sind wir fertig. Haben wir einmal Gas, haben wir Querruder, haben wir Höhenruder und Seitenruder und jeweils eine Expo, also eine Kurve definiert, die hier ein bisschen stärker ist beim Quer- und Höhenruder und beim Seitenruder weniger stark. Und dann haben wir die nächste Seite, wo wir, warte mal, genau, die einzelnen Kanäle haben, da ändern wir gar nichts. Gas, Querruder, Höhenruder und Seitenruder, das bleibt alles. Channel 1 ist Gas, Channel 2 ist Querruder, Channel 3 ist Höhenruder und Channel 4 ist Seitenruder. Das war's. Modell ist fertig, Simulator. So, und wenn wir jetzt hier in unsere Kanäle gehen, dann sehen wir Gas, was ja normalerweise, wo die Sachen auch ins Minus gehen. Hier sieht man es ganz gut, das ist jetzt meine Rollachse. Wenn ich jetzt mit der Rollachse nach links gehe, die ist jetzt bei 49, also 50 Grad quasi. So, wenn ich jetzt nach links an Anschlag gehe, bin ich bei 0. Wenn ich nach rechts an Anschlag gehe, bin ich bei 100. Ihr seht, das Verhalten ist ein ganz anderes als beim normalen Modell. Und das ist natürlich auch für die Pitch-Achse das gleiche und für die Yaw-Achse haben wir das auch. Also die Yaw-Achse haben wir das genau das gleiche. So, und hier ist es eben so, dass der letzte Weg ein bisschen schneller geht, aber ansonsten das Ganze relativ linear funktioniert. Im Pitchen, im Rollen und auch im Yaw. Wobei Yaw zum Ende her ein bisschen extremer wird. Dafür steht diese Expo-Geschichte. So, das war's. Nun gehen wir rauf an PC und dann zeige ich euch, was man am PC zu tun hat. Fertig. Wir sind fertig, meine lieben Freunde. Ja, wir sind da sowieso. Moment. Zack. Da haben wir wieder Licht. Wir sind fertig mit der Einstellung. Unser Terrain. Das war einfach, ne? Neues Modell anlegen. Intern. Ich wiederhole es nochmal. Den internen und externen. Das interne und externe Sendemodul schalten wir ab, weil wir es nicht brauchen für einen Simulatorbetrieb am PC. Und dann müssen wir ein neues Modell anlegen. Dann haben wir ja unser Gas, unser Querruder, unser Höhenruder und unser Seitenruder. Und da geben wir eben das Gewicht auf, ihr habt ja gesehen, 50, 50. Und stellt ihr noch eine Expo ein, natürlich nicht beim Gaskanal, sondern die Expo stellt ihr noch ein beim Querruder und beim Höhenruder und beim Seitenruder. Querruder und Höhenruder mit 25 und 15 würde ich vorschlagen fürs Seitenruder. Ja, ihr könnt das natürlich auch ohne Expo machen, aber macht es einfach so, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Und dann habt ihr schon mal eine ganz gute Basis. Weil diese Kurven, die habt ihr natürlich auch beim realen Kopf dann nachher auch. Das stellt ihr ja zum Beispiel im Betaflight auch ein. Nur da noch ein bisschen aggressiver in der Regel. Ne?
So, und das ist jetzt ziemlich gutmütig und fast linear eingestellt, aber doch am Ende mit einer kleinen zusätzlichen Beschleunigung. Und also wir haben jetzt die Einstellung hiermit abgeschlossen. Also wir können jetzt mit dieser Fernbedienung, also mit unserer Tyrannus, an den PC gehen. Also nicht nur mit der Tyrannus an den PC gehen, sondern mit der Tyrannus und unserem USB-Kabel gehen wir an den PC. Und das funktioniert wie folgt. Also wenn ihr hier das USB-Kabel hier reinsteckt und ihr steckt das USB-Kabel hin in den PC, dann könnt ihr die Tyrannus noch nicht mal anmachen. Die reagiert überhaupt nicht. Also ihr dürft, das könnt ihr schon mal reinstecken, aber dieses Kabel noch nicht im PC stecken, sondern, ich erkläre es jetzt mal trocken, ihr macht die Fernbedienung an. Welcome to OpenTX. Bis sie gebootet ist. Und dann steckt ihr erst das USB-Kabel rein. Was macht der PC dann, wenn ihr das allererste Mal in eurem Leben machen solltet? Wird der PC sich erstmal sagen, das ist ein neues USB-Gerät, sollte ich die Treiber installieren? Dann lasst die Treiber installieren und den Rest gucken wir uns gleich am PC oben an, wie das funktioniert. Meine Lieben. Und dann braucht ihr nur noch FreeRider aufrufen, dann einmal eine Kalibrierung durchführen, das machen wir auch nochmal zusammen. Und dann könnt ihr FreeRider benutzen und dann könnt ihr quasi Agrofliegen üben. Ne? Und das werden wir dann auch gleich zusammen machen. Dazu muss ich aber noch ein paar Einstellungen am PC verändern, weil mein PC habe ich festgestellt, ich habe ja so einen Stromspar-PC, der doch recht viel Leistung hat, aber der keine vernünftige Grafikkarte hat, wo die Grafikkarte in den Prozessor mit eingebaut ist. Also ich habe keine eigene Grafikkarte an meinem PC und kann damit eigentlich auch Spiele zocken, aber eben solche Simulatoren kann ich nicht noch parallel im Hintergrund sozusagen aufzeichnen am PC. Da muss ich die Auflösung ein bisschen runterschrauben. Und da wollen wir mal gucken, ob ich das irgendwie mit euch zusammen hinkriege. Ich werde wahrscheinlich gleich die einzelnen Schritte. FreeRider werde ich aufzeichnen, werde ein paar Sachen machen an FreeRider und werde es nachvertonen müssen, weil anders geht es einfach nicht. Und das werde ich in HD machen. Anders geht es leider nicht. Also in Full HD kann ich das FreeRider-Bild, also den Simulator, nicht aufzeichnen. Das kriege ich nur mit 15 Frames hin. Und in normaler HD 1280x720p kriege ich es mit 30 Frames hin. Und das sieht dann auch vernünftig aus. Das werde ich euch zeigen. Aber erstmal werde ich euch an meinem Headset zeigen, was passieren würde. Und was ihr da einzustellen habt. So, so bis gleich. Tschüss. So, meine lieben Freunde, nun befinden wir uns hier im IQ. Die Fernbedienung der Tyrannus mit dem eben erstellten Modul ist neben mir und ich habe jetzt schon mal für euch was aufgemacht und zwar den Gerätemanager, um zu gucken, wird die Tyrannus auch korrekt hinzugefügt. So, jetzt mache ich die Tyrannus an. Schritt Nummer 1. Nicht den USB-Stecker reinstecken in euren PC, sondern erstmal die Tyrannus anmachen. Ist jetzt an. Und nun steckt ihr das USB-Kabel ein. Solltet ihr das erste Mal machen, dann fragt er euch nach Treibern, ob Treiber installiert werden sollen. Dann sagt ihr ja. Bei mir sind natürlich die Treiber schon installiert. Jetzt stecke ich den Stecker rein. Jetzt hat er sie. Ihr seht hier, FreeSky Tyrannus Joystick steht hier und hier im Gerätemanager ist auch ein neues USB-Gerät hinzugekommen. Hier seht ihr sie, die Sachen, die hier sind, stehen auch hier. Und ja, Modell FreeSky Tyrannus. Also Tyrannus ist da. Als nächstes starten wir FreeRider. So, da haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Hier kann man die Auflösung einstellen auf der linken Seite, wie ihr seht. Und auf der rechten Seite können wir den als Input müssen wir einstellen USB-Controller. Da gibt es verschiedene andere Möglichkeiten. Touchscreen-Controls, ne, Keyboard und den ganzen Quatsch. Ne? Also hier muss stehen USB-Controller. Das stellt bitte auch Throttle Zero at Button, ist klar. Dead Zone is on. Custom Settings, das werdet ihr wahrscheinlich in der Demo-Version nicht haben. Diese Settings hier, die kann man hier nicht verändern. Ich stelle das hier mal auf für uns auf 15, den Winkel der Kamera ein bisschen anders ein. Also ein bisschen gerader. Und dann müssen wir noch unseren Joystick kalibrieren. Das machen wir mal. Kalibriere Joystick. Jetzt steht hier Center All Sticks. Dazu müssen wir alle Sticks, auch den Gaststick, direkt in die Mitte bringen, so wie es auf dem Bild zu sehen ist. Und dann klicken wir OK. Jetzt steht hier Left-Hand-Stick muss nach links und dann müsst ihr OK drücken. Ihr seht auch, wenn ich das hier mache, da bewegen sich die Punkte. Jetzt gehe ich mit dem linken Stick in der Mitte, so wie es auf dem Bild zu sehen ist, nach links und drücke OK. So, und jetzt sage ich nach oben
Seht ihr? Das Gas nach oben. Okay. Jetzt bringe ich das Gas wieder in die Mitte und jetzt geht es mit dem anderen Stick weiter. Nach links müssen wir mit dem. Also unsere Rollachse nach ganz links. Okay. Rollachse nach oben. Warte mal. So. Okay. Und schon sind wir fertig. Und wenn ich jetzt hier, das ist mein Gas, wie ihr seht. Das ist meine Rollachse. Gas weg. Das ist Pitch. Warte mal. Pitch oben nach unten und Roll rechts links. So, sagen wir okay, hat funktioniert. So, jetzt könnte ich natürlich loslegen mit der Bildschirmaufnahme, aber die wird sehr, sehr ruckelig. Ihr habt das hier auch schon gesehen. Ich werde jetzt die Auflösung umschalten und dann werde ich das nachvertonen, was wir gleich machen werden. So, meine lieben Okay, Freunde, bis nun gleich. geht's aber los hier mit Freerider. Ihr seht oben schon links, der Akkro-Mode ist on und nun starten wir mal. Das gilt noch nicht für euch. Ich zeige euch das nur mal, was gleich passiert. Ich gehe mit dem Gas nach oben, mit dem Kopter, gebe ein bisschen Gas und drehe jetzt über die Yaw-Achse gleich. Ihr seht es und auch gebe Roll da. Ich gebe jetzt noch Roll dazu, also so wie es eigentlich sein soll. Der Horizont bleibt ausgerichtet. Und nun gehe ich nach vorne mit dem Gas, also habe ein bisschen gepitcht und gebe jetzt Roll. Und ihr seht, beobachtet mal den Horizont, wie er nach rechts wegkippt. Und das werde ich gleich, genau, jetzt gebe ich kein Rollen mehr dazu. Habt ihr gesehen? Ich habe eben gerade korrigiert, wie der Horizont sich verändert. Und gleich werde ich überhaupt nicht mehr Roll geben. Und das, schaut selbst, wie sich das auswirkt. Also wenn man nur Yaw pitcht, nach vorne pitcht und nur Yaw gibt, wie jetzt zum Beispiel, kippt der Horizont weg ohne Roll. Also man muss immer mit Roll gegen korrigieren. Und das ist wichtig. Egal, jetzt gehen wir in die Map, die für euch frei ist. Und nun fangen wir ein bisschen das Üben an. Als erstes würde ich vorschlagen, stell die Raids auf Low an. Und dann habe ich jetzt den Self-Level-Modus, also den Angel-Modus aktiviert. Startet mit Lone Raids. Das macht es für euch einfacher. Und das ist ja das, was wir kennen von den Standard-Coptern, von den kleinen Coptern vom Echine H8S. Und auch hier im anderen, wenn man den stabilisierten Flugmodus hat. Wir werden jetzt gleich versuchen, auf der Bank zu landen. Fliegt einfach mal ein bisschen rum, übt ein bisschen, aber das kennt ihr ja von eurem normalen Copter, das Verhalten. Und das Landen ist eigentlich relativ einfach. Wenn man nicht so wie ich jetzt auf dem Kopf landet. Ich wiederhole das gleich nochmal. Da war der Winkel ein bisschen doof. Ich dachte, ich wäre direkt auf dieser Bank, aber ihr habt gesehen, mit dem Schatten kann man das ganz gut sehen. Bumm. Man kann ziemlich präzise landen und das gleiche werden wir jetzt gleich nochmal, ihr seht es, im Akku-Modus machen. Dazu schalte ich oben links den Self-Level-Modus ab und schalte auf Akku-Modus. Und da sieht die Sache schon ganz anders aus. Da müsst ihr ganz kleine Bewegungen geben, weil der Copter natürlich immer in der Lage bleibt. Also ihr gebt Gas und versucht quasi über Pitch und Roll den Copter in die richtige Position zu bekommen. Könnt auch ein bisschen mit Yaw korrigieren. Und ganz, ganz vorsichtig versucht ihr dann in Richtung Bank zu kommen und dort zu landen. Das probiere ich jetzt hier gerade. Gehe ein bisschen rüber, gehe wieder ein bisschen zurück. Also das macht ganz, ganz vorsichtig. Übt das. Das ist der Agro-Modus und ihr werdet feststellen, zum Self-Level-Modus ist das eine ganz, ganz andere Herausforderung, der man sich da zu stellen hat. Aber ihr seht, es funktioniert auch mit ein bisschen Übung. Überhaupt kein Problem. Als allernächstes werden wir versuchen, mal den Jeep, der da vorne steht, gleich zu belanden. Aber das kommt erst später. Jetzt bin ich quasi gestartet. Höhe ist unser Freund. Geh nach oben und achtet auf den Horizont. Ich habe jetzt nur Yaw gegeben und jetzt korrigiere ich mit Roll. Gib Yaw. Jetzt erstmal Pitch, dass wir nach vorne kommen, gebt Yaw und ihr seht, Roll, Yaw, Roll, Yaw, Roll. So kann man sich, wenn man das immer einzeln hintereinander macht, das Ganze korrigieren. Jetzt gebe ich wieder Pitch, Yaw und Roll dazu, um das wieder auszugleichen. Yaw und Roll. Und jetzt mache ich beides gleichzeitig. Gebe Yaw und Roll in einem Abwasch. Und dadurch sieht das Ganze natürlich schon ein bisschen besser aus und nicht mehr so ruckelig. Und das müsst ihr euch auch angewöhnen. Übt einfach mal. Höhe ist euer Freund. Versucht einfach mal ein paar Ehrenrunden dort zu drehen. Und bei einer
Kurve oder bei einer Drehung Yaw und Roll einzusetzen, parallel. Und das Verhältnis zwischen Yaw und Roll, das bekommt ihr relativ schnell raus, wie ihr da vorzugehen habt. Ihr müsst auch nicht durch die Tore fliegen, das könnt ihr später noch machen. Fliegt einfach in der Nähe der Tore längs, um ein Gefühl für Yaw und Roll, also für die Drehung zu bekommen. Da unten sehen wir unseren Schatten, unseren Kopterschatten. Und wenn man beides parallel einsetzt, kann man prima Kurven fliegen und auch genau Kurven fliegen. Übt einfach mal in beide Richtungen entlang des Randes der Insel an den Backcammen sozusagen, über die Backcammen rüber zu sausen. Habe ich jetzt hier beendet. Mache jetzt hier noch eine Drehung. Schlag fast auf, weil ich nicht hoch genug war. Und weil ich natürlich die Rätsel auf Low habe. Das dauert natürlich eine ganze Weile. Also eine Rolle macht man immer Gas wegnehmen und dann eben drehen und dann wieder Gas geben. Weil in dem Moment, wenn wir Gas nämlich nicht wegnehmen würden, würde er natürlich nach unten ziehen. Das wollen wir ja nicht. Und ihr seht, also mit Yaw und Roll funktioniert das alles ganz wunderbar. Man kann sauber Kurven fliegen im Agro-Modus. Das ist ja natürlich mit eingeschalteter Kamera, also mit eingeschalteter Sicht nach vorne, also die First-Person-View-Sicht. Und fliegt ganz, ganz langsam. Nach Möglichkeit nicht das, was ich jetzt hier gerade mache, nach hinten fliegen. Niemals nach hinten fliegen, weil man weiß nie, man sieht ja nie, was hinter einem ist. Immer nach vorne fliegen. Und ihr seht, man kann mit Yaw und Roll, wenn man das vorsichtig einsetzt, Kurven fliegen oder drehen. Das müsst ihr aber üben, meine lieben Freunde. Wie gesagt, Höhe ist euer Freund. Wenn ihr da Scheiße baut, ist nicht so schlimm. Könnt ihr die Kiste abfangen. Und man kann sehr, sehr präzise fliegen. Schaut selbst. So, jetzt kommt... Jetzt werde ich versuchen, auf dem kleinen Jeep zu landen. Auf dem Dach von dem Jeep. Ist natürlich schwierig, seht ihr, wenn er in der Horizontalen ist. Sieht man im Grunde genommen nicht mehr genau, was vorne ist. Oder direkt unter einem, vor einem, unter einem ist, muss man sich ein bisschen rantasten an die ganze Geschichte. Und Landung, bumm, sind auf dem Dach gelandet. So, nun starten wir wieder von unserer Bank. Sausen durch das erste Tor, sausen durch das zweite Tor, seht ihr. Langsam üben und sausen zu dem Kamm. Und dann denkt bitte dran, fliegt nicht nur immer links rum an dem Bergkamm entlang, sondern auch rechts rum, damit ihr beide Varianten übt, also das rechte Kurvenfliegen und linke Kurvenfliegen, nicht nur immer eine Seite präferieren, weil dann vernachlässigt man die andere Seite. Kurvenfliegen muss immer in beide Richtungen geschehen, also Linkskurven und Rechtskurven, übt die bitte parallel. Hier gebe ich mal ein bisschen mehr Gas und beschleunige die ganze Geschichte mal ein bisschen. Und ihr seht, dass man nach einer gewissen Weile, wenn man das Agrofliegen so ein bisschen geübt hat und ein Gefühl dafür hat, den Kopter problemlos in der Luft halten kann. Und nun geht es wieder Richtung Jeep, wie ihr seht. Ich lasse ihn ein bisschen sinken, absacken. Bin jetzt quasi in dieser... vor dem Jeep. Und versuche, eine Landung hinzukriegen auf dem Dach. Bumm, hat wieder geklappt. Und beim Start kippt er einen weg. Das ist sehr, sehr oft so, weil da oben so ein, so ein Gitterrost ist. So, und starten wir wieder. Und geben wieder ein bisschen Schub und geben mal ein bisschen mehr Gas und versuchen ein bisschen dichter an die Bergkuppe ranzukommen. Und jetzt arbeite ich wieder mit Höhe. Lass mich wieder ein bisschen nach unten sacken. Und saus im Agro-Modus in einer Rechtskurve um die Insel rum, die sehr, sehr klein ist und übersichtlich ist. Alles ganz wunderbar. Alles sehr, sehr problemlos. Wie gesagt, nicht nur Yaw geben, sondern auch Roll dazu packen. Immer auf den Horizont achten. Wenn ihr merkt, dass der Horizont zu schräg wird, steuert mit Roll gegen. Also Yaw und Roll. Yaw und Roll, beziehungsweise beides gleichzeitig in der richtigen Dosis zueinander.
Und wenn ihr ganz enge Kurven fliegen wollt, gebt ihr Roll und Yaw auch in dem entsprechenden Verhältnis, aber eben aggressiver. So, jetzt, diese Furche haben wir hier wieder. Da sause ich mal ein bisschen tiefer, relativ dicht am Boden längs nach oben. Übt das einfach auch mal, damit ihr ein Gefühl für auch Gas bekommt. So habt ihr dann alles, Gas, Yaw und Roll. Also macht alles gleichzeitig und möglichst intuitiv. Und wie gesagt, Low Rates are on. Ihr könnt auch mit High Rates fliegen, würde ich erstmal nicht empfehlen. Fliegt erstmal langsam, um ein Gefühl zu entwickeln für diesen Aggro-Modus. Im Copter selbst, wie ich finde, ist Aggro-Modus relativ einfach, also aus der First-Person-View-Sicht. Jetzt versuche ich auf der Bank zu landen. Und da arbeite ich mich jetzt ganz, ganz langsam ran. Bremse ein bisschen ab, steuere ein bisschen gegen. Und versuche jetzt auf der Bank zu landen, was mir nicht ganz gelingen wird, weil ich die Bank gar nicht mehr sehe. Also ich lande einen halben Meter vor der Bank. So, nun versuche ich nochmal aus der Line-of-Sight-Sicht auf der Bank zu landen. Also nicht aus der First-Person-View-Sicht. Und ihr seht, das funktioniert auch im Aggro-Modus ganz ausgezeichnet. Alles eine Frage der Übung und des Gefühls. Und um Gefühl zu entwickeln, immer Low Rates, also nicht zu extrem werden, einstellen. So, jetzt sausen wir durch das erste Tor. Könnt ihr schon mal ein bisschen üben, dicht über dem Boden. Sausen durch das zweite Tor. Sausen durch das dritte Tor. Und wir denn jetzt Richtung Auto wieder zurücksausen. Möglichst tief. Und ihr seht, man kann den Copter im Aggro-Modus relativ genau steuern. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Runden zu fliegen. Durch alle Tore durch. Tor 1, Tor 2 werden dann immer beleuchtet. Also so eine Art Rennen zu fliegen. Aber das würde ich euch erstmal nicht empfehlen. Nach dem dritten Tor höre ich auch auf. Nichts ist langweiliger als durch Tore zu fliegen. In dem Moment. Und werde mich wieder zurück zu meiner Bank begeben. Um das Rennen sozusagen vorzeitig zu beenden. Aber so kann man das üben. Da fliegt ihr immer im Kreis durch die Tore durch. Und ich werde wieder versuchen, auf der Bank zu fliegen. Das ist eine sehr, sehr gute Übung. Nimmt auch den Jeep, um ein Gefühl für Aggro zu bekommen. Und natürlich hat auch das nicht geklappt, weil ich die Bank nur geschätzt habe. So, das war's, meine lieben Freunde. Mehr braucht ihr nicht machen, beziehungsweise übt man schön. Tschüss. Da bin ich wieder vom PC, von der Simulatorfront zurück. Also, ihr habt's gesehen. Alles keine Zauberei, alles relativ einfach. Fügt einfach das Modell hinzu, wie wir es vorhin gemacht haben. Und dockt das Ganze mit eurem PC an eurem PC. Installiert euch FreeRider, die First-Person-View-Simulationssoftware. Es gibt da verschiedene. Aber das ist, würde ich mal sagen, die einfachste und brauchbarste und eben kostenloseste, weil eben die Demo-Version oder in der Demo-Version dieser eine Level trotzdem frei ist. Man kann natürlich keine Detaileinstellungen durchführen, aber man kann es voll benutzen. Zumindest diese Insellandschaft. Und das reicht ja vollkommen aus, um zu üben, wie die Flugphysik ist. Ein ganz, ganz nützliches Tool. Das müsst ihr nicht kaufen. Ihr könnt es natürlich kaufen. Ihr könnt ein paar Euro dafür bezahlen für die anderen Level und dann da ein bisschen rumheizen. Aber würde ich nicht machen. Nutzt einfach diesen einen Demo-Level. Darum dreht sich es ja nur. Und benutzt die Tyrannus als richtige Fernbedienung zum Copter am PC. Also da übt ihr, also das übt eine ganze Menge. Ihr habt es gesehen. Es ist alles keine Zauberei. Es ist alles kein Hexenwerk. Ihr habt gesehen, das Modell ist schnell erstellt, die Einstellungen sind schnell gemacht. Es ist relativ einfach mit dem PC, die ganze Geschichte. Und der Rest liegt dann nachher bei euch. Ich kann euch jetzt nur noch als Hausaufgabe mitgeben, bevor wir nächste Woche zu meinem richtigen Modell kommen. Und das ist für draußen, das ist für Aggro-Fliegen perfekt geeignet. Ihr könnt damit natürlich auch gelevelt fliegen, aber es macht keinen Sinn. Das würde ich beim Start machen, vielleicht bei der Landung. Aber ansonsten im normalen Flugbetrieb betreibt ihr ihn im Aggro-Modus. Ne? Und dann könnt ihr schon so ein bisschen lernen, wie die Flugphysik mit diesem kleinen Modell ist. Und nachher auch mit meinem richtigen, mit dem noch kleineren 90er, der richtig hart abgeht. Also so spart ihr euch eine ganze Menge Ärger und Crashs, weil ihr schon wisst, was euch zukommt und weil ihr das vorher schon geübt habt. Also glaubt es mir, dieses Üben am PC bringt eine ganze Menge. Ich würde vorschlagen, übt einfach langsam über. Man soll, fangt auch nicht zu schnell an, überfordert euch nicht. Also die Geschwindigkeit kommt nachher von ganz alleine. Ich finde es viel wichtiger, dass ihr die ganze Flugphysik und das Gefühl dafür erstmal bekommt.
fliegt erstmal über diese Insel. Am besten, da gibt es ja auch noch diesen einen Graben. Fliegt in den Graben rein, dreht euch in den Graben rein. Fliegt da langsam längs, möglichst präzise. Fliegt oben an der Insel, an dem Kamm entlang. Eine schöne Runden. Fliegt durch die Tore. Ihr könnt ja auch einen Race machen durch die Tore. Fliegt ganz, ganz langsam erstmal. Dass ihr erstmal raus, also dass ihr erstmal überhaupt nicht abstürzt. Egal wie scheiße das im ersten Moment auch sein mag. Also ziemlich dicht über den Boden fliegen, würde ich vorschlagen. Langsam fliegen und erstmal ein Gefühl für Aggro bekommen. Ganz, ganz wichtig. Und was ich als Übung auch sehr, sehr gut finde, ist diese Bank, die ihr da gesehen habt. Dass ihr in die Außenansicht schaltet und Line of Sight sozusagen fliegt. Also quasi von außen den Copter euch anguckt. Und Line of Sight versucht, die Bank zu treffen. Über das Aggro-Fliegen. Ihr werdet merken, das ist gar nicht so einfach. Und das ist mit einer der schwierigsten Aufgaben, den Copter auf der Stelle zu halten. Und insbesondere draußen unter realen Bedingungen, wenn es dann auch noch ein bisschen windig ist. Also wenn der dann auch mal wegdriftet, dann müsst ihr immer gegen ansteuern und versuchen. Also ihr seid ständig sozusagen das, was die Elektronik in dem Copter im stabilisierten Modus vollautomatisch macht, das macht ihr dann quasi von Hand. Mit kleinen Gegenbewegungen versuchen, den Copter möglichst stabil auf der Stelle zu halten. Und dass der Copter im Aggro-Modus nie auf der Stelle stehen wird, ja, wird er schon auch, wenn ihr ihn gut ausgelevelt habt. Aber bei der kleinsten Böe und bei der kleinsten Veränderung wird er anfangen zu driften. Also müsst ihr immer gegen anlenken und immer zart gegen anlenken und wieder gegenlenken. Also ihr seid immer am Regeln, wie es quasi auch ein Motor machen würde. Motoren sind auch ständig am Regeln, diese Schrittmotoren. Die fahren in ihre Position und regeln immer gegen. Manchmal, wenn die so ein bisschen zum Überschwingen neigen, dann hört man das in Form von einem Brumm. Das bedeutet also nichts anderes als der Motor, der regelt immer von einer Seite auf die andere. Er weiß, er ist zu weit nach rechts, er ist zu weit nach links. Und er versucht immer in diese Mittenposition zu kommen. Und da kommt dann wieder das PRT-Tuning so ein bisschen ins Spiel bei solchen Maschinen. Da kann man über das PRT-Tuning nachher auch eine ganze Menge machen, dass eben dieses Überschwingen nicht stattfindet. Bei Copper, da hat man das immer, dass er wabbelt. Dann versucht er immer irgendwie sich auszuleveln und dann übersteuert er und versucht gegenzusteuern und dann hört man es mal, buh, 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 macht das dann. Und das kann man mit dem PRD-Tuning so ein bisschen beseitigen. Aber das ist nicht das Thema dieses Videos. Das Thema dieses Videos ist, benutzt den Simulator als Hilfe, um Aggro-Fliegen zu lernen. Weil das wird euch eine Menge crashen und auch letztendlich eine Menge Geld ersparen. Weil mit dem Ding bin ich hier auch schon hart gecrashed. Weil da muss man sich erstmal reinfummeln in die ganze Geschichte. Insbesondere, wenn man solche Modelle geflogen hat, die ja quasi nur stabilisiert funktionieren. Das ist bei dem nachher auch kein Problem. Wenn man den stabilisiert starten lässt, ist in Ordnung. Dann weiß man, man geht nach rechts, man lässt los, dann geht er wieder in die Mitte. Aber das ist alles Käse, das ist alles Schrott. Und vor allen Dingen, man gewöhnt sich da das falsche Handling an, die falsche Haptik. Man gewöhnt sich schnell an diese stabilisierten Geschichten. Und wenn man dann auf Aggro umschaltet, kommt man in Riesenprobleme, weil natürlich die Haptik und die Steuerung dahinter eine ganz andere ist. Das heißt also, man geht nach rechts, man kippt ihn nach rechts und da bleibt er dann auch. Und man stellt dann auch schnell fest, wenn man anfängt überzureagieren und den Copter sehr nervös zu steuern, dass man dann schnell ihn auf den Rücken kippt, obwohl man es gar nicht will, weil man einfach zu extreme Bewegungen macht. Im Flugbetrieb nachher selbst ist das nachher einfach, aber das ist nachher eine Übungssache. Deswegen empfehle ich für euch, diesen Simulator zu benutzen, zum Beispiel, um auf den Copter im Aggro-Modus auf einer Stelle zu halten. Das ist eine ganz prima Übung. Oder auf einen Tisch zu landen. Oder ihr seht da ja diesen Jeep auf dieser Insel. Oder habt ihr ja gesehen, da steht ja so ein Jeep, der hat oben noch eine Dachfläche. Versucht da mal auf der Dachfläche zu landen. Das ist gar nicht so einfach. Man denkt, ey, das ist ein Kinderkram, fliege ich hin, lande. Das ist im Aggro-Modus nicht so einfach, weil ihr müsst euch da ranarbeiten und ein Gefühl dafür bekommen, wie reagiert der Copter. Also das sind perfekte Übungen, um Aggro richtig zu lernen. Und das kriegt man, das ist erstaunlich, wie der Mensch so funktioniert, das kriegt man nachher relativ intuitiv hin. Dieses intuitive Steuern, ohne dass man drüber nachdenkt, das ist der Schlüssel zum Erfolg nachher. Aber das kommt nicht von heute auf morgen, das muss geübt werden, das ist es halt. Und so habt ihr eben jetzt mit der Terranis, dem Flugsimulator, habt ihr jetzt eine ganz perfekte Möglichkeit, habt ihr eine ganz exzellente Möglichkeit, das Ganze zerstörungsfrei zu üben. Und wenn ihr da nachher einigermaßen sicher seid und ihr im Simulator könnt ihr nachher auch Kurven fliegen, das kriegt ihr nachher ganz schnell spitz. Denkt dran,
nach vorne kippen, pitchen. Und dann sagt ihr einfach ja. Und dann verändert sich natürlich der Winkel, der Horizont auch. Und dann müsst ihr automatisch Roll geben, damit er wieder in die Normale kommt und nicht wegdriftet sozusagen. Und so kriegt ihr das dann nachher irgendwann hin, wenn ihr beides macht. Also wenn ihr Yaw gebt und den richtigen, die richtige Menge an Roll dazu gibt, dass ihr dann nachher eine saubere Kurve fliegen könnt. Da spielen mehrere Sachen eine Rolle. Gas spielt natürlich eine Rolle, um die Höhe zu halten. Dann die richtige Dosis Drehung und dennoch die richtige Dosis an Roll noch dazu, um das wieder auszugleichen, damit man eben dieses in die Kurve legen bekommt. Und da kriegt man nachher ganz schnell ein Gefühl für. Und es wird nachher zum einem Automatismus. Und dieser Automatismus ist entscheidend, um so ein Modell nachher auch real im Akkumodus zu fliegen, um da nicht kalt erwischt zu werden. Und wenn ihr das nicht macht mit dem Simulator, dann werdet ihr kalt erwischt. Ich verspreche es euch, wenn ihr nur diese Scheiße kennt hier, diese Stabilisierungsscheiße. Es ist auch immer nachher im realen Feld ist es natürlich auch immer nützlich, wenn man einen Schalter hat, wo man zwischen Akro und stabilisiert hin und her schalten kann. Weil Höhe ist ja unser Freund, solltet ihr weiter oben sein und ihr bekommt irgendwelche Probleme, dass die Kiste abschmiert, ja, dann schaltet ihr schnell um auf stabilisiert und in dem Moment, wo er abschmiert, wird er sich natürlich wieder aufrichten und dann könnt ihr ihn sozusagen vom Boden noch retten, vor dem harten Crash, ne? Also übt solche Sachen möglichst in Höhe und wenn ihr in Schwulitäten kommt, dass ihr hier schnell umschalten könnt, dass ihr dann sagen könnt, hier ist Akkumodus, also ich habe diesen Schalter genommen, Akkumodus und stabilisiert, also ich schalte ihn quasi nur hoch und fliege den Akku und wenn ich merke, ich komme in Probleme, in Schwierigkeiten, schalte ich ihn schnell wieder runter und dann in dem Moment, wo ich ihn runterschalte, egal wie der Kopter ist, wird er sich aufrichten und dann brauche ich nur noch Gas geben und dann kann ich wieder nach oben wegsausen und habe den Kopter sozusagen vom Crash gerettet. Ne? Aber das ist manchmal auch, das sind Sekundenbruchteile, da muss man schnell reagieren. Und in dem Moment, wo man merkt, man verliert die Kontrolle, gerät man da leicht in Panik und man muss sich antrainieren, cool zu bleiben. Beim Kopterfliegen, egal wie aufregend das in dem ersten Moment auch sein mag und wie spannend das sein mag, nicht überreagieren, wenn man merkt, man verliert die Kontrolle, ruhig bleiben. Das ist immer das Entscheidende. Dieses Ruhigbleiben ist eines der Schlüsselelemente und vor allen Dingen auch die neue Flugphysik beim Akrofliegen ist eines der Schlüsselelemente, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Und das muss man üben. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das dauert lange, lange, lange Zeit. Und da darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und wenn man es nachher drauf hat, macht das natürlich einen Riesenspaß, weil die ganze Geschichte natürlich, die ganzen Steuerungen laufen nachher schon fast automatisiert. Man denkt, man will eine Kurve fliegen in einem engen Radius und man macht dann automatisch die richtigen Stickbewegungen. Aber wie gesagt, das muss man üben. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das muss man, weil da spielen diese beiden Steuerkontrollen, die müssen miteinander greifen und fast vollautomatisch ablaufen. Und dieses vollautomatische Ablaufen, das kommt nachher vollautomatisch. Also man denkt was und man macht es mit den Fingern automatisch richtig. Aber das ist dann eben diese Übungsgeschichte. Übt es, meine lieben Freunde. Deswegen auch dieses Video. Ich kann es euch nur empfehlen. Es kostet euch kein Geld und es erspart euch viel, viel Ärger nachher im Feld und viel gebrochene Protektoren. Wobei ich mit diesem Kopter im Feld diese Protektoren abmachen würde. Die sind eigentlich eher was für die Bude. Die habe ich hier in der Bude, weil ich hin und wieder natürlich auch Aggro übe. Zum Beispiel genau auf dem Punkt Hoovern und sowas. Das ist im Aggro-Modus echt schwer. Ne? Das ist echt schwer. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann hier so rumsaust und den dann wieder abzufangen. Das übe ich hier in der Bude, aber ich heiz hier mit dem Teil im Aggro-Modus nicht in der Bude rum. Das ist mir einfach zu gefährlich. Dafür hat der Kopter mir einfach zu viel Power. Und dafür könnte der einfach zu viel kaputt machen. Und dafür ist es hier auch zu beengt. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das Ding in der Bude auch im Aggro-Modus locker zu beherrschen ist. Für echte Cracks wird es wahrscheinlich so sein. Aber der ist mir fast eine Runde zu heftig für die Bude, für draußen perfekt. Ne? Das Ding macht richtig, richtig Bögen. Das ist ein richtig geiler, cooler, fieser Kopter, der echt viel Spaß macht für kleines Geld. Ne? Aber es geht noch besser. Deswegen bauen wir uns ja den Burschen hier zusammen. Der ist von den Rotoren ist er sogar noch ein bisschen kleiner. Der ist sogar noch ein bisschen kleiner von den Rotoren als der hier. Hat aber eben vier Blätter und die haben richtig Schub. Ne? Und kann ich mir auch erlauben, weil die Motoren natürlich auch richtig Schub haben, diese Racestar-Motoren, weil die bis 100.000 Umdrehungen drehen. Also die gehen richtig hart ab. Ne? Da kommen wir noch zu. Den bauen wir noch gemeinsam zusammen. Konfigurieren den noch, dass ihr das alles nachmachen könnt, was Pelle da auch gemacht hat. Also
Das Ding wird fantastisch. Wobei der hier auch schon geil ist. Also der ist echt im Low-Cost-Segment ist der schon. Das ist echt ein toller Kopter, ne? Bloß eben, er ist natürlich nicht so brachial wie den ich baue. Aber auf den bin ich ja nur gekommen durch den hier. Ne? Denke ich mir, der ist mir fast ein bisschen zu groß, der ist mir fast ein bisschen zu klein. Also baust du direkt was dazwischen, was sogar meinen großen Racer locker an die Wand spielt, vom Power her, ne? Von der Geschwindigkeit. Ne? Also der kleine 90er, der wird hart abgehen, meine lieben Freunde. Glaubt's mir, ich werde es euch beweisen. Also da ist wirklich nur das Nötigste drin und das Ding besteht nur aus Kraft. Ne? Hab fast alles da, zwei Teile fehlen mir noch. Aber bevor das kommt, würde ich euch den noch vorstellen. Also der ist auch cool. Aber wie gesagt, alle Kopter funktionieren oder sollte man fliegen im Agro-Modus. Was heißt sollte man? Muss man fliegen im Agro-Modus. Und ihr habt es ja auch im Simulator gesehen oder sicherlich vielleicht schon gemerkt oder ihr werdet das noch merken. Ihr könnt ja auf die Kamera des Kopters umschalten. Das würde ich sogar empfehlen. Dann ist das Fliegen relativ einfach, weil es natürlich intuitiv ist. Man sieht, der Kopter macht irgendwas und steuert dann automatisch gegen und macht es dann automatisch richtig. Zum Beispiel, ja, man sieht, der Horizont ist schief, der Kopter saust nach rechts. Dann sagt man, okay, wir stehen bleiben, also geh hier hin. Und wenn man dann sieht, das bewegt sich noch, dann steuert man einfach ein bisschen gegen. Also es ist relativ einfach, weil man das Gefühl hat, man sitzt in dem Kopter drin. Wenn man von außen guckt, das finde ich wesentlich schwieriger. Wenn der Arsch natürlich zu einem zeigt, ist das natürlich einfacher. Da kann man natürlich prima üben. Also dieses Akrofliegen, sozusagen, wenn ich jetzt hier mit meiner Fernbedienung bin, ist es ziemlich einfach. Rechts ist rechts, links ist links, vorne ist vorne und hinten ist hinten. Ja, und dann hält man ihn in der Position. Dann kommt die nächste Stufe, man dreht ihn um 90 Grad und macht das Gleiche und versucht ihn dann zu halten. Ja, also der wird schon deutlich schwieriger. Und richtig hart wird es, wenn die Nase zu einem zeigt, weil dann natürlich alle Stickbewegungen invertiert sind, andersrum. Dann muss man üben. Da gibt es einen relativ einfachen Trick, also so mache ich das. Ich versuche mal einfach vorzustellen, ich bin im Kopter drin. Ich sitze im Kopter und er zeigt jetzt zu mir. Ja, wie wären die Stickausschläge dann? Das ist dann relativ einfach, wenn ich mich selbst angucken würde. Wenn ich mir vorstellen würde, da wo die Kamera jetzt sitzt, sitze ich. Na, und wenn die Kamera jetzt auf mich zeigt, wüsste ich dann ganz genau, rechts wäre dahin, links wäre dahin, nach vorne wäre zu mir und nach hinten wäre weg. Na? Was so dann natürlich wieder was ganz anderes wäre. Ne? Oder 90 Grad verdreht, dann verändert sich das ja alles. Also das übt mal, dass ihr einfach sagt, pass mal auf, erstmal den Arschmodus, das ist schon schwer genug im Agro-Modus, finde ich. Und dann geht es natürlich weiter. Dann geht er mal auf diese Insel, guckt von außen und versucht den Kopter mal um 90 Grad gedreht auf dieser Bank zu landen. Und dann kippt ihn mal zu euch und versucht ihn dann auf der Bank zu landen. Ihr werdet feststellen, wie schwierig das ist und wie lange das dauert, bis es im Gehirn Klick macht. Das also... Ne? Und was für Strategien ihr euch ausdenkt, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ne? Also für mich ist die einfache Variante, ich stelle mir mal vor, ich sitz in dem Kopf da drin und dann mache ich die Stickausschläge richtig. Aber es dauert auch eine Zeit und das muss man auch üben. Ne? Also versucht das in jeder Position immer um 90 Grad auf dieser kleinen Bank mal zu landen. Also ihr werdet feststellen, da habt ihr schon eine ganze Menge mehr zu tun. Ne? Und das sind so die Basics, um sich mit diesem Akku-Modus vertraut zu machen. Weil dieses Stabilisierte kann jeder fliegen. Also das kann jeder Depp. Da brauchst du ein bisschen Geld in der Hand nehmen, dann fliegst du 10 Minuten mit dem Ding und dann kannst du es schon relativ gut. Aber mit richtigen Fliegen hat das überhaupt nichts zu tun. Und wenn man Akku fliegt und beherrscht das, das hat was mit richtigen Fliegen zu tun. Dann kann man im Grunde genommen, in Anführungszeichen, fast jedes Modell fliegen, sogar richtige Flugzeuge fliegen, wenn es sein muss. Ne? Weil man einfach die Flugphysik dahinter verstanden hat. Ne? Dann könnte man auch ein A380... wenn der Pilot eine Lebensmittelvergiftung hat, übernehmen und manuell landen, als Beispiel jetzt. Naja, so weit würde ich noch nicht gehen, aber im Grunde genommen ist das ja alles der gleiche Scheiß. Ne? Das ist also einfach simple Aerodynamik, wobei Kopter natürlich mit Aerodynamik nicht direkt was zu tun haben. Das ist ja schon richtig bei richtigen Flächenfliegern mit Auftrieb und ne, der gewölbten Form, quasi dass sie nach oben gezogen werden dadurch, dass man die Luft auf der Oberseite auseinanderzieht und der Druck von unten das Flugzeug in der Luft hält sozusagen. Das ist ja mehr so Hubschraubertechnik, würde ich was sagen. Also Kopter halt. Ne? Aber im Grunde genommen, die physikalischen Gesetze in der Luft, die gelten natürlich für so ein Modell genauso. Ne? Was macht der Kopter, wenn er drehen soll? Wie funktioniert das Ganze? Wir wissen ja, dieser und dieser Motor drehen in eine Richtung und dieser Motor drehen in eine Richtung. Also so, quasi so versetzt. Das heißt also, wenn er drehen soll, lässt man einfach zwei Motoren anders, also langsamer drehen. Dann dreht er natürlich. Lässt man die anderen beiden Motoren langsamer drehen, dann dreht er auch.
Also wenn er ganz schnell drehen soll, dann lässt man die irgendwie alle, irgendwie zwei davon, anders drehen. Wenn er jetzt kippen soll, dann sagt man einfach, da weniger Schub, da mehr Schub und dann kippt er. So. Und genauso in die andere Richtung. Und genauso nach vorne und genauso nach hinten. Das ist das ganze Prinzip dahinter. So, und wenn man eben eine Kurve fliegen will, wie gesagt, das funktioniert nicht einfach kippen und so, ja, dann fliegt er geradeaus und so längs. Sondern man muss auch seinen Ruder geben. So, und dann kriegt er eben seine Kurve hin. Und das kann man mit dem Simulator ganz, ganz prima üben. Und ich empfehle euch, fangt damit langsam an, lasst euch Zeit. Die Sicherheit, die wird dann nachher von Simulator-Minute zu Simulator-Minute immer weiter steigen und diese Aha-Effekte werden immer weiter steigen und man wird immer sicherer und es wird nachher intuitiv und man hat es nachher irgendwann verstanden. Das dauert aber eine ganze Weile und man muss es üben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also macht es, übt es, nutzt dieses kostenlose Ausnahmeangebot. Ihr habt eine tolle Fernbedienung, ihr habt einen tollen PC. Ihr habt eine kostenlose Simulationssoftware, die sicherlich nicht perfekt ist. Es gibt noch bessere, aber sie kostet halt nichts. Und sie, wie ich finde, bringt einem diese Flugphysik schon relativ gut bei. Und damit seid ihr in der Lage, das Ganze kostenlos umzusetzen, zu üben und nichts an eurem richtigen Kopter kaputt zu machen. Mit dem könnt ihr natürlich nachher auch, werdet ihr auch einige Crashs noch erleben. Das ist auch völlig normal. Aber dann seid ihr vorbereitet. Und dann wird es euch, ihr werdet es feststellen, es wird euch relativ leicht fallen, den Kopter in der Luft, hovernd in der Luft zu halten und mit dem Kopter nachher in der Luft die Wege zu fliegen, die ihr eigentlich fliegen wollt. Sagen wir mal so. Und das wird euch wesentlich leichter fallen, als wenn ihr vorher noch nie in Aggro-Modus geflogen seid, weil da werdet ihr nur crashen. Und das frustriert nachher auf Dauer. Ich habe das ja auch schon hinter mir. Dann knallt man da wieder runter, denkt, ey, so eine Scheiße. Und dann knallt man wieder runter, dann geht da wieder was kaputt, dann bricht da wieder was ab. Und das nervt einfach. Ne? Und durch die Simulatortechnik ist das natürlich eine Riesenhilfe. So, jetzt habe ich genug Werbung für diesen Simulator gemacht, der wirklich gut ist. Und nutzt es, übt es. Und wenn ihr das dann geübt habt, dann kommt nachher das Video zu diesem Freund. Und dann könnt ihr das Geübte auch anwenden, meine Lieben. Und dieses Video werde ich wahrscheinlich nächste Woche machen. Muss ich mal gucken, wie ich Zeit habe. Sollte nichts dazwischen kommen, mache ich es nächste Woche möglichst ausführlich. Akkutest machen wir noch. Da werde ich im Akkumodus im Langzimmer wahrscheinlich. Draußen ist es mir noch zu kalt. Im Akkumodus mal im Langzimmer mal so ein Akku leer heizen. Und mal gucken, wie lange so ein Akku hält. Wir werden in die Programmierung einsteigen, in das Betaflight, wie ich das alles eingestellt habe und konfiguriert habe. Und ja, solche Geschichten halt. Meine Lieben, haut rein. Ich hoffe, dieses Video war für euch ein bisschen sinnvoll. Ich hoffe, nicht sinnlos. Das Modell, was wir uns hier angelegt haben, findet ihr unten in der Videobeschreibung zum Download. Falls ihr das jetzt nicht zusammenhackern wollt, könnt ihr das Modul bei euch unter Modelle, also bei mir runterladen. Also unter dem Video findet ihr den Link. Den Link zu dem Modell, was wir gerade angelegt haben. Und das könnt ihr euch dann in eure Terrenes reinladen und dann habt ihr ja genau das gleiche, was ich hier quasi auch habe und dann könnt ihr es auch gleich benutzen, ne? Falls ihr da keinen Bock habt, das selbst einzustellen. Aber ihr habt gesehen, wie einfach das geht, das kann ja jeder. Ne? Aber wie gesagt, falls ihr keine Lust habt, unter dem Video findet ihr nochmal einen Link mit dem Modell, was ich da eben gerade angelegt habe. Das kopiert bitte diese Datei, kopiert bitte in euren Ordner auf der SD-Karte von eurer Terrenes Modelle und dann geht ihr einfach in die Terrenes rein und dann könnt ihr das Modell auch laden und benutzen. Genauso. Ohne dass ihr auch nur eine einzige Taste drücken müsst. Na gut, eine müsst ihr drücken fürs Laden. Na, so. So, und wenn ihr das dann geübt habt, dann kommt nachher irgendwann das Video und dann baut ihr keinen Crash, so wie jetzt. Ich meine, das Ding kann schon richtig was ab. Ne? Aber ich hatte schon mal gesagt, diese Antenne ist scheiße. Ne? Ich habe die Reserveantennen auch schon. Ich habe diese linearen, dünnen Antennen. Sobald ich merke, dass diese Antenne hier wirklich den Löffel abgibt, will ich die auslöten und dann meine anderen Antennen, die ich mir bestellt habe für 2 Dollar, dafür einlöten. Und dann ist das Ding auch von der Antenne hier crashsicher. Weil das gefällt mir an dem Modell nicht. Diese Antenne ist echt ein Schwachpunkt. Also wenn man da mal wirklich voll gegen holzt, also richtig volle Möhre da auf diese Antenne fetzt, dann geht die garantiert kaputt. Ne? Und die ist schon bös verbogen. Ja klar, Fell hat schon einige Crashs gefahren. Ja, Agro-Modus, da bleibt sowas nicht aus, meine lieben Freunde. So, haut rein. Ich hoffe, sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir einen Daumen nach oben da. Solltet ihr das Video scheiße finden, lasst mir 2 Daumen nach oben da. Und solltet ihr
meine Videos hassen wie Pest. Lasst mir ein Abo da, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch was. Viel Spaß noch. Und wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Peace, meine Lieben. Haut rein. Bye-bye. Dust, fog, haze and sun. Fly fast, day and night. Right, light, up and away. That's FPV. For me, all looks great. Above them all in open skies. My dream, flying, falling, turning FPV. Deep in the night when it falls, when it crashes and it's flying. And it's lying in the fields to be found. It's getting hard to return to the station unit. Losing to control, you're flying FPV. Dive into clouds, into trees, over mountains, over valleys, speeding close to the rocks and the rivers, and I'm sitting in the forest, watching video transmission and remote controlling FPV. Never stop exploring, far, far away. Immersion battles fighting, no game today. High up, the air is burning, dive in the trees. Strange weird RC aircraft, flying free. And fall, flip, roll, do it all, accelerating, living free. That what is FPV? Not every drone is flying terror. That's all these stupid people are telling. We are here and it's no harm, we're flying FPV. Deep in the night when it falls, when it crashes and it's flying. And it's lying in the fields to be found. It's getting hard to return to the station unit. Losing to control, you're flying FPV. Dive into clouds, into trees, over mountains, over valleys, speeding close to the rocks and the rivers, and I'm sitting in the forest, watching video transmission and remote controlling FPV. Never stop exploring, far, far away. Immersion battles fighting, no game today. High up, the air is burning, dive in the trees. Strange weird RC aircraft, flying free. Aircraft flying free.